Ich hoffe, ich habe an alles gedacht. Hab wieder mal noch nicht alles hier geordnet auf meinem Bildschirm. Das mache ich mal eben. Aber man kann schon sehen, was wir heute machen. Aus irgendeinem Grund. Moment. Ah ne, okay, gut. Aus irgendeinem Grund hört man. Nee, nichts mit hört man. Mias Cam unten links, die ist irgendwie so blau. Ich habe eben die ganze Zeit versucht, alles irgendwie halbwegs umzustellen. Also wieder so einzustellen, dass es nicht blau ist. Ich habe eben die Einstellung versehentlich geöffnet bei der App von Logitech oder was auch immer, keine Ahnung. Und dann war das plötzlich verstellt und ich habe es nicht wieder hinbekommen, dass es ordentlich ist. Keine Ahnung. Ich hoffe, der Ton und alles ist okay. Ich habe nämlich vor, nicht unbedingt die ganze Zeit meine Kopfhörer anzulassen. Ich war ebenso schlau und dachte mir, oh ja, heute für den Stream ziehst du dir mal andere Ohrringe an, ne? Schön. Ja, man sieht richtig viel davon bei den Kopfhörern. Das hat also nicht so richtig funktioniert. Aber was die Ohrringe tatsächlich tun, ist, dass sie durch die Kopfhörer die ganze Zeit pieksen. Dementsprechend ziehe ich die eventuell gleich mal kurz aus. Dann habt ihr weiter Musik. Da ist eine Nachricht im Chat. Ich habe es genau gesehen. Moment, ich schaue jetzt. Bin gerade noch dran, davon am. Bin gerade noch davon am Erzählen, wie schlau ich war und wollte heute hübsche Ohrringe anziehen. Hallo Briggs, du bist es. Ich habe gerade gesagt, ich habe heute extra schöne Ohrringe angezogen. Ein Kingler? Keine Ahnung, ist irgendwie alles durcheinander geraten. Gerade, ich habe auch schon gemeint, irgendwie die Cam von mir, hier unten die Kamera, die hat irgendwie so einen blauen Stich und irgendwie Einstellungen waren im Overlay, was ich hatte. Durcheinander, keine Ahnung. Pures Chaos hier. Genau, ich meinte gerade, dass ich eventuell die Kopfhörer später ausziehe, weil die auf die Ohrringe drücken, das nervt. Da habe ich nicht drüber nachgedacht, dass ich ja im Stream Kopfhörer anhab. Was ich aber gerade noch machen wollte, ist wie immer kurz Bescheid sagen. Auf Twitter und auf Instagram, dass wir streamen. Du. Twitch.tv / Lina. So. Jetzt bist du ein Sichlor. was hast du vorher? Warte, was hast du vorher noch mal? Was denn vorher noch mal? Ist aber gewollt, okay. Du warst kein Sichler vorher. Sichler, ein Sichlor. Wie geht's dir denn heute Morgen so? Nee, heute Mittag. Vulcano, ja, stimmt. Heute Mittag, ja, ich hab heute so lange getrödelt. Ich habe heute noch gar nichts richtig gemacht. Ich war spazieren, habe gefrühstückt, habe meine Blumen umgetopft. Blumen ist ein bisschen übertrieben, das sind alles Sukkulenten, diese Pflanzen mit diesen fetten Blättern. Mir geht's ganz gut und dir, das ist schön.
Wie gesagt, ich habe heute noch nichts gemacht, bin ein bisschen langsam in die Gänge gekommen. Aber ich habe, als ich mit Mia spazieren war, habe ich mit ihr wieder so ein bisschen geübt auf einer Wiese und die Sonne hat so schön geschienen und alles war trocken. Und dann haben wir uns da was hingesetzt am Wasser und haben gechillt am Fluss. Das war ganz schön und sie fand es ganz toll. Sie kuschelt ja so gern. Mach gerade noch den Post fertig. Und eventuell ziehe ich dann auch schon direkt meine Kopfhörer aus. Ich hoffe, ich bekomme dann mit, falls irgendwas passiert. Ich habe heute Morgen geguckt, ob es irgendwie Handys gibt. Also ich überlege mir, ein neues Handy zu holen. Und größtenteils wegen einer neuen Kamera und so und weil viele Apps nicht mehr funktionieren auf meinem Handy. Aber ich blick da einfach nicht durch. Und ich finde, und dann stehen da irgendwie so ganz viele Begriffe hier: Ultra-Wide, Megapixel, Kamera, Gedöns. Und ich denke mir so, ich weiß nicht, was das heißt. Ja, hallo. Jetzt klappt's endlich. Davor konnte ich nichts verschicken. Aha. Warst du nicht eingeloggt? Wie geht's dir? Ich sehe, du hast auf Instagram was gemacht. Oh nein, du hast mir eine Nachricht geschrieben. Was passiert? Der Vorgang kann zurzeitlich abgeschlossen werden. Später, ne? Komisch. Warst du vielleicht nicht eingeloggt oder so? Ich sehe es gerade, was du geschrieben hast. Nicht eingeloggt oder mit dem Chat nicht verbunden? Ja, genau, so irgendwie sowas vielleicht. Ich hab heute auch ausnahmsweise tatsächlich mal das Fenster hier, was direkt vor mir ist, ein bisschen aufgemacht. Das ist ja normalerweise immer zu, also verdunkelt und ich habe es jetzt mal ein bisschen heller gemacht. Da ist die Beleuchtung direkt viel besser. Ich habe hier so ein Ding. Damit habe ich eben mal ausprobiert, wie das aussieht, wenn ich mich damit anleuchte. Das sieht richtig, richtig unangenehm aus. Richtig ungemütlich. Echt nicht schön. Sonnenlicht ist schöner, aber das ist halt nicht den ganzen Tag da. War eingeloggt, musste Twitch neu starten. Ja, keine Ahnung, vielleicht war das einfach ein Fehler. Ne? Genau, bevor ich anfange, wollte ich noch Referenzen raussuchen, die ich hier offen haben darf. Boop, boop, boop. Haben wir schon mal ein Eismonster gestreamt? Also ich weiß, dass ich das hier, dass das hier schon geteilt worden ist. Das heißt, ich kann das als Referenz benutzen. Bei den anderen bin ich mir nicht so sicher, aber das sollte auch schon reichen. Das sollte schon reichen. Ach so, genau. Das kann ich auch schließen. Schließen, schließen. So, und das brauchen wir gleich auch erst. Ich habe noch gar keine neue Datei geöffnet. Aha, ich muss doch das richtige Format benutzen. Oder habe ich das schon? Nee, habe ich nicht. Dann machen wir das gerade noch. Ah, dann halt so. Dann halt umständlich. Bin direkt auf den Link gegangen, den mir Twitch als Mitteilung geschickt hat, so als Pop-up, dass du live bist. Vielleicht lag es daran. Die süße Mia, ja, die schläft die ganze Zeit, die macht nichts anderes. Ich hoffe, es wird bald wieder warm, so ein bisschen sommerlicher. Und dann kann ich die Tür hier auflassen zum Zimmer hinter mir, weil da scheint die Sonne immer so richtig schön rein. Es ist so richtig schön auf dem Boden. Da könnte sie sich eigentlich richtig angenehm sonnen, aber dadurch, dass ich hier die Heizung anhab und es sonst zu kalt wäre, geht das nicht. Weil ich will sie eigentlich nicht immer mit mir hier so einschließen, aber muss ich halt, weil sie will halt nach hier, aber ich muss die Türen eben zumachen, weil kalt. Ich bin froh, dass ich mein Pokémon behalten durfte. Ja, du darfst es
generell auch behalten. Du hättest nur eventuell es neu einstellen müssen. Ich weiß nicht, hier war eben so ein bisschen Chaos. Alles war so ein bisschen durcheinander. Man sieht auch ein bisschen, dass die Cam von mir so bläulich ist aus irgendeinem Grund. Ich krieg's irgendwie nicht hin, dass es wieder normal ist. Ich habe gesehen, Somni ist da. Somni! Briggs freut sich auch. Na, wie geht's euch allen so? Nina Maus, ich soll Hallo von Sophie sagen. Hi. Okay, sag zurück Hallo. Knuddel die Hunde von mir. Eventuell mache ich das einfach direkt mal. Ich ziehe mal kurz meine Kopfhörer aus. Vielleicht ziehe ich sie gleich wieder an. Ich muss mal gucken, wie das funktioniert. Jetzt höre ich mich plötzlich so laut reden. Das ist unangenehm. Ich wusste gar nicht, dass ich immer so laut rede, wenn ich die Kopfhörer anhabe. Nee, ich hab eben schon ganz am Anfang erzählt. Hallo Triceratops, guck mal, bist mal nicht der Erste. Krass. Ich habe eben erzählt, dass ich mir heute irgendwie andere Ohrringe anziehen wollte, weil ich dachte, ach ja, für den Stream kommt, ziehst du ihm andere Ohrringe an. So, ja, toll. Ich habe Kopfhörer drüber, dass man sie erstens nicht sieht und zweitens drücken die Ohrringe halt die ganze Zeit hier, weiß ich nicht, das piekst halt, man sieht jetzt auch nicht viel davon. Ne? Ich wollte die eh anziehen, weil ich habe irgendwie eine so eine kleine Kette zurück in meinen, ich habe so ein Schmuckdöschen, zurück reingetan. Und dann gesehen so, oh mein Gott, ich habe so viele tolle Ketten, die ich ewig nicht mehr anhatte. Und dann habe ich halt direkt alles rausgekramt und irgendwie so dachte ich so, ah cool, das kannst du heute anziehen. Und ich habe unter anderem hier, ja, ich habe die coolste Kette überhaupt. Seht ihr das? Das ist ein T-Rex. Ja, die ist so cool. Ich hab ganz vergessen, dass ich die alle habe. Ich habe die ewig nicht mehr angehabt. Ja, ein T-Rex-Skelett. Das ist nicht cool. Ich habe auch noch eine Kette, da ist so ein Pikachu dran und eins mit Einhörnern. Ich habe die alle vergessen, weil ich irgendwie, wenn man irgendwie nicht unterwegs ist oder so, ich habe die eher selten halt angehabt, so, ne, für mich irgendwie. Und dann habe ich einfach vergessen, dass ich die habe. Bin hier, um mich von Lenas Stream motivieren zu lassen. Ich habe gelesen, was du heute so alles vorhast. Warst du schon auf deinem Spaziergang? Ich habe auf Twitter gesehen, was du geschrieben hast. Das ist die beste Kette, die du je gesehen hast. Ja, glaube ich dir. Glaube ich dir. Kommt mir so still vor, um ehrlich zu sein, ohne Musik. Ich ziehe die Kopfhörer gleich wahrscheinlich wieder an. Bin ein bisschen. Wollte die rechte Seite ein klitzekleines bisschen größer machen. Weil der ist ja rechts ein bisschen näher an uns, der Kopf so gesehen. Nur ein bisschen. Nein, ich war noch nicht spazieren, aber habe Haushalt gemacht und werde gleich nebenbei zeichnen und dann mehr lurken. Okay, jetzt mache ich Pretty. Der ist schon Pretty. Der ist schon Pretty. Ich muss ihn nur an manchen Ecken ein bisschen verschieben und ein bisschen drüber zeichnen, dass ich mich daran besser orientieren kann, wenn ich dann die Outlines drüber mache. Aber ich fühle mich immer so schlecht, wenn du oder Eisen dabei seid und ich mal dann über eure Sachen drüber, denke ich mir so, nein, die Sachen sind perfekt. Ich muss nur kleine Änderungen machen. Bitte nicht böse sein. Boah, ich habe gestern. Ich hatte es ja auch kurz in den Chat geschrieben. Bei Ed. Dass. Ich einfach erst während des Zeichnens gerafft habe,
dass ein Feuerfeuerfisch ist. Gestern. Ich dachte so, ah, wie dumm. Kam mir so blöd vor. Ein bisschen. Ich glaube, ich ziehe die Kopfhörer direkt wieder an. Eventuell, Moment, ich ziehe die Ohrringe einfach aus. Ich höre den Ohrring, die ich extra reingezogen habe. Aber das nützt ja auch nichts, wenn die mich die ganze Zeit pieksen. Dachte ich, dann ziehe ich heute mal nach Monaten noch mal andere Ohrringe an. Aber nein. So richtig fancy Dinger, die irgendwie aus drei Teilen bestehen. Nur Ohrrings für me today. Danke. So, ja, mach ihn trotzdem pretty. Und Gott, nein, mach das. Pass an, dafür musst du dich bloß nicht schlecht fühlen. Ja, es sind ja Skizzen. Wobei deine Skizzen meistens klarer sind als die von Eisen. Eisen ist manchmal noch ein bisschen rougher unterwegs, sondern da sitze ich da zum Teil und denke so, was hat er sich da gedacht an der Stelle? Wie soll ich das interpretieren? Das geht eigentlich immer ganz gut. Gerade bei Rüstungen oder so, wo man halt recht schnell. Moment, ich mach das doch mal. Gerade bei Rüstungen, wo du halt recht schnell irgendwie so sagst, so, ja, hier ist ein Brustpanzer, hier ist ein Brustpanzer, so. So, ne, skizzierst du halt recht schnell. Aber wenn du es dann ordentlich machen musst, dann musst du alles abmessen und gucken, dass es richtig aussieht und gleichmäßig. Und dann sitze ich da schon mal länger dran. Also Rüstungen und so. Deswegen mache ich auch keine Mechs oder sonst irgendwas. Also so Roboter oder keine Ahnung was. Das muss alles immer ordentlich und gleichmäßig aussehen. Das sieht man so schnell, wenn irgendwas falsch ist. Das macht mich viel zu nervös. Viel zu anstrengend. Aus dem gleichen Grund ist es ja einfacher, auch Tiere zu zeichnen als Menschen. Einfach weil man bei Menschen jeden kleinen Fehler direkt sieht, weil man Menschen so stark gewohnt ist. Und bei Tieren sieht man das nicht so. Also wir sehen halt einfach in menschlichen Gesichtern direkt Fehler, wenn irgendwas nicht stimmt. Genauso wie wenn irgendwas symmetrisch sein müsste, es aber nicht ist. Wie eben Maschinen oder sowas. Ich mach das Eis gleich extra. Ich bin heute aber mal schneller im Block. Nein, na gut. Okay. Danke für dein Glück. Du machst deine Skizzen so clean wie möglich, damit die Weiterarbeitung leichter wird. Freut mich, dass es hilft. Ja, es ist mir persönlich eigentlich egal. Also ist für mich das natürlich ein bisschen einfacher. Aber im Endeffekt wirkt sich halt auf die Rechnung aus. So auf mich persönlich ist es ja nicht so schlimm. Es macht nicht so großen Unterschied. Wenn ich halt länger eine Skizze ausarbeiten muss, dann sitze ich halt länger dran und dann addiert sich das ein bisschen auf die Rechnung. Also du tust da eher dem Studio einen größeren Gefallen als mir, denke ich. Aber ich muss sagen, gestern konnte ich, war ich mir ziemlich sicher, ich habe trotzdem nachgeguckt, ob das eine Skizze von Eisen war oder von dir, Somni. Und ich war mir sehr sicher, dass sie von Eisen war und sie war auch von Eisen. Und bei dem Rochen hier musste ich auch noch mal nachgucken, da war ich mir nämlich nicht mehr sicher. Es war zwar in dem Ordner, wo auch Eisenszeichnungen überall drin waren, also bei mir auf dem PC abgespeichert, aber ich hatte im Kopf, ich meine, der war von Somni und dann war er das auch. Also generell kann ich eure Skizzen gut auseinanderhalten, aber ich gucke sicherheitshalber doch immer noch mal nach. Aber das zeigt ja eigentlich nur, wie cool das zusammenpasst, wie gut ihr zusammenarbeiten könnt, wenn sich das so einheitlich anfühlt, alles. Hi Lena.
Ist ganz schön fleißig. Ja, ich arbeite, arbeite. Der Gute hat ja schon ein bezauberndes Lächeln. Ja, das stimmt. Der ist richtig glücklich. Auch gut. Darf ich dich irgendwann eigentlich mal ausfragen bezüglich deiner Rechnungsweise? Kannst du gerne machen. Also wir können da gerne drüber reden. Wir können, wenn du Zeit hast, ne, können wir einfach mal callen. Ich bin ja auch noch recht neu, was das Ganze angeht. Und das, was ich gerne machen würde, also so wie man am sinnvollsten Rechnungen stellen würde und sollte, ist auch nicht immer möglich und so. Deswegen, also ich bin da auch noch ein bisschen anfänglich unterwegs und habe jetzt auch vor kurzem erst ein Projekt hinter mir, was unglaublich unterbezahlt war. Ja, also ich bin da jetzt auch noch nicht, leider nicht so gut unterwegs. Aber gerne, gerne können wir uns da austauschen. Ich finde das sehr wichtig, weil die einzigen Leute, die davon profitieren, die davon profitieren, wenn man nicht über Geld und Gehalt redet, ist eigentlich, sind eigentlich nur Arbeitgeber. Und meistens sind es die, die eh schon genug haben. Von daher, also, man sollte sich eigentlich immer darüber austauschen, wer wie viel bekommt. Zum Beispiel hat mein Freund auf der Arbeit jemanden, der viel weniger bekommt als alle anderen. Und der hat das erst nach einem Jahr oder zwei rausgefunden, weil es einfach nicht darüber geredet worden ist. Und ich denke so, ja, ihr macht die gleiche Arbeit, der bekommt viel weniger, das ist nicht okay. Aber es wurde einfach durchgehen gelassen, weil sich halt niemand beschwert hat, weil niemand wusste, dass das der Fall ist. Ups. Ich meine, wenn man selbstständig ist, ne, oder so auf Auftragsbasis arbeitet, ist das nochmal was anderes, als wenn man sich für einen Job bewirbt. Aber trotzdem, dass es so ein Tabu ist, über Geld zu reden, das bringt den Arbeitnehmern nichts. Das bringt nur den Leuten was, die meistens eh genug verdienen. Mit deiner Arbeitskraft und mit meiner und mit die von jedem anderen. Das finde ich amüsant. Das ist gut, dass man die auseinanderhalten kann, aber sie trotzdem genügend zusammenpassen. Ja, genau. Ganz genau. Nehme dich mal mit, du bist eine Treppe am Streichen. Welche Treppe? Welche Treppe streichst du? Die im Haus? Mega cool, aber ja, ich finde es einfach cool, mal so gesamt drüber zu schnacken. Mehr Eindrücke helfen ja insgesamt auf dem Markt. Ja, genau, ganz genau. Oh ja, das ist bitter. Hallöchen, Hallöchen. Moment. Hallo, Kaligo. Hallo. Sehe ich auch so mit dem Gehalt, genau. Hätte mich auch gewundert, wenn du es anders siehst, Katja. Aber gerade wenn man so selbstständig ist oder. Ich glaube auch, das ist auch wieder so ein Künstler, kreative Leute-Ding, dass man sich selbst so unterbezahlen lässt, ne? Dass man schnell so sagt, also ich kenne das jetzt, weil ich eben schon auch so meinte mit meinem Freund, der eine Band hat und so und die haben einen Auftritt. Also kriegen immer so Anfragen, wollt ihr da auftreten? Hier, wir haben da ein Konzert, wir haben hier ein Festival, wollt ihr da mitmachen? Bla bla. Und die sind dann halt auch. Die müssten eigentlich viel mehr verlangen, als sie jedes Mal bekommen. Und haben sich jetzt auch mittlerweile da durchgerungen, also sind selbstbewusst genug und haben auch den Eindruck, sie sind groß genug, dass sie als Band genug verlangen, also mehr verlangen können. Und dann musst du das aber auch bekommen. Sonst hast du halt auch wieder keine Auftritte, ne? Also keine Ahnung, weißt du, dann traust du dich mehr zu verlangen und dann hast du aber kriegst keine Aufträge oder keine Ahnung. Das ist halt auch schwierig, schwierig alles. Bei ihnen ist das jetzt, war eine lustige Geschichte, ich werde jetzt nicht ins Detail gehen, wo oder was das ist, ne? Aber da haben sie auch eine Summe verlangt, eine ganz normale, die wirklich noch super unten angesetzt war. Also die verlangen eigentlich immer noch nicht genug. Und haben dann einfach als Rückmeldung bekommen, ja, das ist ein bisschen zu viel für uns, wie wäre denn so und so viel? Und das war einfach
ein Achtel, wenn überhaupt, so gar nichts. Da waren nicht mal die Fahrtkosten raus. Das würden wir euch geben. Das also in my humble opinion ist das halt nicht mal wirklich, wäre das nicht mal viel für eine Schulband oder so. Schweige denn halt eine semi-professionelle Band. Also so durchaus professionell, aber halt nicht hauptberuflich für eine Band. Das ist ja nicht. Ich dachte so, oh mein Gott, dieses Angebot ist ja, das ist ja richtig frech. Und im kreativen Bereich, gerade wenn du so selber dafür verantwortlich bist, für deine Finanzen, was du verlangst und so. Das sind so die Dumpingpreise. Das ist halt echt nicht okay. Echt nicht okay. Und das sage ich hier mit meinem Stundenlohn von teilweise 15 Euro als selbstständige Person. Ja, das ist nicht viel. Also bei mir tendiert das je nach Auftrag und so. Manchmal kriegst du einen besseren Deal. Ich glaube, das tendiert immer. Manchmal kriegst du einen besseren Deal, manchmal einen schlechteren. Aber wenn du selbstständig bist, sind so die Sachen, die ich immer höre, dass du absolutes Minimum 30 Euro die Stunde bekommen solltest. Absolutes Minimum. Und im Endeffekt musst du es daran ausmachen, wie viel du halt so Kosten hast eigentlich. Und dann musst du so eine eigene Rechnung für dich machen. Ne? Ich weiß, dass ich sehr drunter bin aktuell, aber dadurch, dass ich halt noch anfange, habe ich so ein paar Vorteile, die du später nicht mehr hast. Dementsprechend geht's aktuell noch. Aber ich hoffe, dass wenn ich fertig bin mit dem Studium und ein bisschen aktiver nach Arbeit suche, dass sich das in den Finanzen dann auch widerspiegelt und ich endlich dieses Studentin-Einkommensdasein hinter mir lassen kann. Moment, ich schaue jetzt, was ihr geschrieben habt. Ich ziehe gerade diese Linie noch zu Ende. So. Ja, der arme Arbeitskollege von meinem Freund. Ja, ja. Das dachte ich aber auch. Ich weiß gar nicht, ob er mittlerweile mehr bekommt. Oder ob er auch nur so eine ganz normale. Die kriegen hin und wieder so eine klitzekleine Gehaltserhöhung. Ich glaube, es hat was mit Inflation oder so zu tun. Von daher ist das jetzt auch nicht wirklich eine Gehaltserhöhung. Ich weiß nicht, ob er mittlerweile mehr bekommt. Oh, Jochen der Wochen. wie cool. Selbstständig sein ist voll schwierig, das ist nervig. Ich meine, kann sehr belohnend sein, aber auf. Wie sieht das bei dir aus? Ist das so ein Ziel, was du auch vorhast? So selbstständig mit dem Malen und so, mit dem Malen, das hört sich immer so unprofessionell an. Mit dem Bildchen zeichnen, willst du dich dabei selbstständig machen? Das ist auch so ein Ziel. Ich meine, du hast ja noch ein bisschen, ich glaube, ein bisschen Vorlauf, ne? Du warst ja noch ein bisschen jünger als ich. Vielleicht hast du ja auch vor zu studieren oder so. Ich weiß überhaupt nicht, was du überhaupt vorhast, Zombie. Das finde ich literally so respektlos, wenn Leute einen so unterbezahlen wollen. Ja, ja. Also ich meine, also einfach weil man es nicht besser weiß, jemanden unterzubezahlen, ist vielleicht das eine, ne? Aber eine Band quer durchs Land zu schicken, um dann da einen Tag einen Auftritt zu haben und dann wieder wegzufahren für einen Apfel und ein Ei, das vom logischen Denken macht das doch schon. Du musst einen Transporter mieten für die ganzen Instrumente, so, das macht ja Sinn, dass das nicht für 5 Euro möglich ist. Also das waren keine 5 Euro, das Angebot, aber gefühlt war es so wenig, ne? Ja, 30 pro Stunde. Ich weiß, das hört sich am Anfang viel an, aber du musst halt echt, also du musst ja auch deine eigene Versicherung bezahlen, etc. Als selbstständige Person ist das wirklich das Minimum. Wenn man gerade anfängt, ist es vielleicht was anderes, ne? Also ich habe damals, ganz früher, als ich auch noch in der Schule war und Aufträge gemacht habe, habe ich, ich glaube, 5 Euro pro Stunde bekommen. Und hab dann irgendwie, wenn überhaupt, ne, also wenn ich langsam gearbeitet habe, war das nachher 2,50 Euro pro Stunde, wo ich dann irgendwie an Bildern gearbeitet habe, ne. Das, klar, hast du halt auch. Aber das geht ja nicht ewig so. Ich meine, irgendwann musst du deine Miete etc. davon bezahlen und dann geht das halt nicht mehr für von Luft und Liebe, ne. Aber wenn du als Freelancer, sagen wir mal, für große Firmen arbeitest oder für Firmen, die schon ein bisschen erfolgreicher sind, mehr finanzielle Möglichkeiten haben, dann bist du für das, was du leistest,
du bist praktisch geschenkt im Endeffekt. Also es wird so viel an dem verdient, was du leistest. Da sollte man sich echt nicht zu schade sein, da viel zu verdienen. Wenn du natürlich jetzt eine klitzekleine Firma hast, ne, oder so ein Start-up, irgendwas, was halt noch nicht so viele finanzielle Möglichkeiten hat oder noch am Anfang steht, ist es halt auch nochmal was anderes. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, wie gern du daran arbeiten möchtest. Ne? Also ich sag mal, an dem Projekt, wo ich letztes Mal sehr unterbezahlt mitgearbeitet habe, das ging halt um Zweiter Weltkrieg, das war halt auch so ein bisschen lehrreich und sollte auch war auch ein recht emotionales Thema. Und dann habe ich halt auch von mir aus eher gern gesagt, so, ich finde das Thema wichtig, ich finde, das ist schön, dass das irgendwie gemacht wird. Und das ist ja auch nichts, womit irgendwie nachher sehr viel Geld verdient wird. Das ist jetzt einfach nur so zur Aufklärung. Das ist dann auch nochmal was anderes, ne? Das kannst du ja auch für dich sagen. Da kannst du sagen, okay, ich bin stolz, dass ich da mitgearbeitet habe. Ne? Ausnutzen sollte man sich trotzdem nicht lassen, aber ja, ist halt ein bisschen schwierig. Ich muss auch noch super viel lernen. Auch so dieses für sich selbst ein bisschen besser einstehen. Hatte halt auch ein paar etwas frechere Aufträge, wo so vor kurzem, wo ich weiß nicht, die ganze Zeit Überarbeitungen gefordert worden sind, die nicht abgesprochen waren. Und anstatt mich damit dann groß auseinanderzusetzen, habe ich es dann auch einfach gemacht. Nach dem dritten Mal Änderung habe ich dann doch irgendwann was gesagt, ne? Aber ja, ist halt ein bisschen schwierig. Das muss man alles ein bisschen lernen. So, Moment, ich guck nochmal. Oh, Sommer hat zu viel geschrieben. Moment. Ich will absolut Bildchen zeichnen beruflich. Wow, wir sollten echt mal callen und einfach schnacken, oder? Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Wir sollten auch mal zusammen streamen, aber das habe ich ja schon ein paar Mal. Habe ich dich ja schon mal ein paar Mal mit genervt. Und ein bisschen jünger, ich weiß nicht, ich bin 24. Wie viel jünger bin ich als du? Ich bin 25. Ich dachte echt, du bist ein ganzes Stück jünger. Ich dachte, ich weiß es nicht, hat sich irgendwie so abgespeichert. Krass, das sind wir ja gar nicht so weit auseinander, wie ich dachte. Also ich bin, warte mal, wir haben jetzt Februar, März. 1,5 Jahre, wenn du jetzt gut 24 bist. Also ich bin jetzt 25,5. Und true, bezüglich des Projekts, man muss immer abwägen, ob man eher Geld oder eher so eine Chance haben will, etc. Und gerade bei Ads oder sowas, wie bei dem Weltkriegprojekt, finde ich das völlig okay, wenn Geld zu nehmen, weniger Geld zu nehmen. Ja, genau. Also ich sag mal, ich bin ganz froh, dass, ich finde schon, dass ich bei Ad gut bezahlt werde, auf jeden Fall. Ups, Kamera. Dass ich bei Ad gut genug bezahlt werde, so dass ich auf jeden Fall zufrieden bin. Und das, obwohl es ein Projekt ist, wo ich halt auch richtig gern dran arbeite. Ne? Also ich muss mich jetzt, oh nein, heute wieder ein Monster malen. Oh nein. Also so geht es mir halt definitiv nicht. Während das bei anderen Projekten schon der Fall sein kann, ne, teilweise. Oh nein, schon wieder, liebe Menschen, die mir sagen, wie gut ich meine Arbeit mache. Dieses Umfeld, ich kann es kaum ertragen. Ich habe gestern auch schon, ich hatte gestern noch davon erzählt, wie traurig ich bin, dass, also ich hatte angefangen damit zu erzählen, dass ich gerade aktuell krasse Monster mache und ich es mich langsam echt auf das fertige Spiel freue, wo langsam alles immer mehr fertig wird. Und eine Sekunde später habe ich dann drüber nachgedacht, aber das heißt, das Projekt ist auch langsam zu Ende dann. Und dann war ich traurig. Ja. Kann man ja auch mal als Starting-Punkt nehmen für Portfolio etc. Genau, genau. Also Portfolio-Stuff ist halt auch immer wichtig. Wobei ich da zum Beispiel das Projekt mit dem Zweiten Weltkrieg, ne, wo es da um, da geht es um, wie sagt man, das war halt eine Heilanstalt, wo halt Leute mit, ich weiß nicht, die depressiv waren oder sonstige irgendwie physische Krankheiten hatten. Psychische meine ich, physisch glaube ich gar nicht, sondern nur
psychisch gelandet sind und die wurden teilweise halt dann systematisch verhungern lassen etc. Und darum geht dieses Spiel. Das soll, glaube ich, extra für SchülerInnen zur Aufklärung dienen, dass sie da halt ein bisschen unterhaltsamer lernen können, was damals so passiert ist. Und das war halt auch überhaupt nicht, also ich habe Stilfindung betrieben, was ich auch rausgefunden habe, was richtig Spaß macht. Also ich probiere gerne 25 Millionen verschiedene Stile aus, einfach wenn das halt wirklich noch ganz am Anfang ist. Das ist auch was, wo ich echt gerne helfe. Aber ansonsten, das, was da im Endeffekt bei rumgekommen ist, das waren halt coole Zeichnungen, ne? Auch realistisch, also auf Papier coole Zeichnungen, die ich dann eingescannt bearbeitet habe. Die kommen halt nicht in mein Portfolio, leider. Weil es nicht das ist, wo ich mich eigentlich mit bewerben wollen würde. Also du sollst dir in dein Portfolio packen, sollst dir Sachen da reinpacken, mit denen du dich gerne bewerben wollen würdest, für die du dann eingestellt wirst, für die, die du dann machen musst, die du dann zeichnen sollst, etc. Und ja, das wird da nicht der Fall sein. Das heißt, da bringt es mir leider nicht was, aber einfach die Tatsache zu sagen, ich habe jetzt an, also ich kann jetzt ein weiteres fertiges Spiel praktisch meinem mentalen Portfolio hinzufügen, von wegen, ich habe an dem Spiel gearbeitet, an dem Spiel habe ich gearbeitet, hier habe ich Erfahrung gesammelt, da habe ich Erfahrung gesammelt. Das ist ja auch was, ne? Ups. Da kommt das eher dazu. Und ich muss einmal kurz sagen, dass ich froh bin, dass ich wieder streame. Also ich habe jetzt irgendwie anderthalb oder zwei Wochen die ganze Zeit nicht gestreamt gehabt und ich merke irgendwie, dass es doch wieder Spaß macht. Es fällt mir dann immer ein bisschen schwer, mich nochmal so aufzuraffen, wenn ich länger eine Pause gemacht habe, aber jetzt bin ich wieder froh. Und bald haben wir Emojis und so. Und da laufen ja richtig viele Pokémon unten rum. Wie schön. Sehe ich gerade. Ich spam, als würde ich mich live mit dir unterhalten. du kannst so viel spammen, wie du möchtest. Ich muss immer nur... Ich zeichne ja, ich rede und ich lese im Chat. Das sind halt drei Sachen, die ich immer nacheinander machen muss. Zeichnen geht manchmal mit Reden gleichzeitig, aber auch nicht immer. Das ist für mich immer ein bisschen heikel. Ich bin nicht so gut multitaskingfähig. Aber das, was du gerade machst, habe ich am Freitag oder so? Bin mir gerade nicht sicher, welcher Tag es war. Habe ich auch mit Eisen gemacht. Der war am Stream und ich habe ihm so lange zugespammt, bis ich irgendwann meinte, kann ich in den Call kommen? Der hat über seine D&D-Charaktere geredet. Und ich habe selber noch nie gespielt, aber ich finde das super interessant. Und ich habe die ganze Zeit Fragen gestellt. Und irgendwann meinte ich so, kann ich nicht in den Call kommen? Ich bin so neugierig. Ich habe so viele Fragen. Und ja, zum Stream absolut. Okay, da hast du auch keine Wahl. Ich zwinge dich dazu. Ich habe Baby-Aura. Ja, genau. Das war auch so ein Eindruck. Ich dachte so, oh, Xiaomi ist so klein und süß. Die ist bestimmt erst 10. Nein, so schlimm war es nicht. Aber ja, ich hätte echt gedacht, ich bin etwas älter. Also, ich bin etwas älter, aber ich etwas mehr älter. Du bist im Februar 24 geworden. Ah, okay. Dann noch alles Gute nachträglich. Das ist ja gar nicht so lange her. Habe ich irgendwie gar nicht mitbekommen. Kann das sein? Oder habe ich dir auf Twitter gratuliert, wenn ich das getan habe und vergessen habe, dann ist das ja super peinlich jetzt. mein Goldfischgehirn. Okay, dann bin ich so anderthalb Jahre älter als du. Dann bist du ziemlich genauso alt wie meine Schwester, die hatte auch im Februar Geburtstag. Sam, ich freue mich auch extrem, bei Ed dabei zu sein. Ist absolut genial. Das fühle ich sehr. Es ist sehr, sehr grausam, aber eine gute Idee, das für Schüler game-technisch umzusetzen und zu lernen. Ja, finde ich auch. Es gibt sogar Arbeitsblätter scheinbar dazu. Das wusste ich vorher gar nicht. Aber es hat auch richtig Spaß. Also es ist jedes Mal cool, wenn du die ganze Zeit an den Zeichnungen, an der optischen Umsetzung praktisch sitzt und zeichnest und die Ideen irgendwie umsetzt. Aber das dann im Endeffekt fertig zu sehen, ist dann auch nochmal was ganz anderes. Das ist nochmal richtig cool, wenn sich die Sachen dann plötzlich bewegen. Wenn das dann
Also keine Ahnung, das war richtig cool. Ich war so froh, als ich das fertige Spiel gesehen habe und dachte so, oh, das ist so gut geworden. Da hat sich die Arbeit ja richtig gelohnt. Das ist halt echt auch nochmal krass, ne? Deswegen, ich freue mich halt bei Ads auch sehr. Also ich habe gestern schon erzählt, ich werde es wahrscheinlich nicht selber spielen, sondern eher zugucken, weil ich halt nicht selber groß zum Spielen komme immer. Aber ich freue mich schon mega darauf. Mega, mega. Mega, mega. Vor allem das auch bei verschiedenen Leuten zu sehen oder so. So, ich muss gerade einmal hier. Mausi, muss ich die Kamera mal verstellen, damit du wieder drauf bist? Aber es passt bei mir auch einfach perfekt. I mean, Monster und Creature, absolut my jam. Ja. Bei mir auch. Es ist, ich gehe ja eher ein bisschen. Obwohl, es geht auch in die Pokémon-Richtung, ne? Nee, vergiss, was ich gesagt habe. Ich finde es auch super. Genauso wie es ist. Ich hätte jetzt gesagt, so ein bisschen realistischer wäre eigentlich auch noch mein Fall. Aber dann habe ich überlegt, ich mag auch Pokémon. Das ist doch mein Fall. Gerade einmal gucken, ob ich irgendwo was vergessen habe. Ne? Ups, jetzt reagiert mein Dings nicht. Hallo? Okay. Oh je, ich glaube, meine kleine Fernbedienung hier, die gibt, glaube ich, langsam wieder den Geist auf. Die Batterie scheint langsam leer zu sein. Einen Moment, ich gucke jetzt direkt nochmal ins Chat. Ich habe gesehen, andere Leute außer Zombie haben auch nochmal was geschrieben. Einfach ein Dialog zwischen uns gerade. Ah, Jani schreibt schneller Gruß von der Arbeit. Gruß zurück, falls du das noch hörst, aber ich glaube nicht. Ich hoffe nicht, du musst arbeiten. Ja, kein Stress mit dem Antworten. So wie du kannst. Ich bin selber furchtbar mit Multitasking. Ja, Mann, zwing mich. Ich bin 10. Danke, danke, aber ich lache gerade so sehr. Ich bin sowas von 10. Und keine Ahnung, ich vergesse das selber, dass ich nicht peinlich stoppe. Ach so, ja, don't worry. Ich fühle mich auch immer wesentlich jünger, als ich bin. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich schon 25 bin in meinem Kopf. In meinem Kopf ist tatsächlich irgendwie 22 abgespeichert aus irgendeinem Grund. Ist irgendwie da stehen geblieben. Ah ja. Ich meine, ist es nicht schon aussagekräftig genug, dass wir beide meine Kette feiern? Dass wir beide denken, das ist die beste Kette überhaupt? Welche Hand muss ich bewegen? Die hier. Warte, Kopf. Ja, also ich hab sehr viele coole Ketten, aber die ist die beste. Die ist die beste. Die habe ich heute Morgen gesehen und habe mich daran erinnert, dass ich diese besitze und war so, die muss ich anziehen. Ich werde gezwungen, es für Chris zu spielen. Ah, okay. Aber ich werde trotzdem auch noch Streams gucken. Das wird amazing. Ich bin so gehypt. Und vielleicht sollte ich auch einfach irgendwann in einen Call zu dir kommen, damit andere Leute auch schreiben können. Nö, ist ganz okay. Also nein, warte. Es ist voll schön, dass du in den Chat schreibst. Es wäre aber auch richtig geil, wenn du, wenn wir uns einfach da halten können. Was ich nämlich eben auch noch kurz sagen wollte, wenn man zusammenzeichnet und redet, ist es meistens ein bisschen einfacher. Ich hatte das jetzt zweimal. Zweimal habe ich mich, glaube ich, unterhalten, während ich gestreamt habe. Und es ist ein bisschen einfacher, weil du nicht lesen musst, beziehungsweise eine Person guckt immer mal in den Chat oder so und man kann sich immer über alles irgendwie unterhalten und man muss nicht. Ich weiß nicht, es ist ein bisschen lockerer. Ra, 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 ra. So, da haben wir schon die Outlines. Dann wird der kleine, wie hieß er? Jochen Rochen? Rochen der Jochen? Nee, andersrum. Jochen der Rochen, doch, ist richtig. Ein bisschen zusammengeschrumpft.
Ich finde das Wetter absolut trügerisch aktuell. Es sieht so schön aus draußen und es ist. Und ich friere jedes Mal so sehr, wenn ich nicht meine dicke Jacke anziehe. Nicht mehr schön ist das. Richtig hinterlistig. Miseratus, was hast du geschrieben? Ah nee, Somni hat davor noch was geschrieben. Moment. Nee, ich kann auch mit 80 noch Dinos am coolsten finden. Aber ja, doch, doch, das sagt was aus. Natürlich, jedes Alter, in jedem Alter darf man Dinos cool finden, ne? Aber ja, ich find das, ja. Ich glaube, ich bin meistens nicht so erwachsen, wie es manchmal sinnvoll wäre oder hilfreich, aber ich hätte gerne, dass der, also, ich hätte gerne, dass der ein bisschen mehr so ist, aber dafür ist mein Hals scheinbar zu schmal, weil der fluppt einfach so runter. Alles gut, die Unterhaltung ist interessant. Ich persönlich kann auch gerade nicht gut schreiben. Alles gut, Tristarator, ist alles gut. Gott sei Dank und danke. Moment. Oh, dann kannst du aber genießen. Ja, Triceratops ist immer, der ist, weißt du, ich fange an zu streamen und plupp, der ist da. Der ist einfach immer direkt da. Ich weiß nicht, wie der das macht. Jetzt ist meine Fernbedienung schon wieder. Die muss ich unbedingt dran denken, die Batterie später auszutauschen. Na, oh, Lena, ich meine Lena. Ich könnte callen, aber mein Mick-Quali ist grausam und ich müsste mir vorher noch einen Kaffee holen. Ich auch nicht, also erwachsen sein, aber das ist okay. Für unseren Beruf dürfen wir unerwachsen sein. Macht kreativ, genau. Genau. Also ich meine, nee, man sieht es hier gerade nicht. Ich könnte mir. Moment, ich entführe kurz mir Kameras, habe ich gestern schon mal gemacht. Und ich will nur mal darauf hinweisen, wie ich mein Zimmer dekoriere, mein Arbeitszimmer. Kann man das sehen? Oh, das ist richtig winzig. Moment. Das sind Einhörner. Das sind Einhörner auf Kleber. Und das sind nicht die einzigen süßen Sachen, die ich im Haus verteilt habe. Ich erkenne mindestens einen Pokémon-Poster und Liebe ist der. Ja, genau, das ist sogar ein ganz altes. Das ist so ein richtiges 1996-Poster. Das habe ich damals als Kind geschenkt bekommen. Und da war es schon von jemandem im Gebrauch gewesen. Also es ist richtig alt. Noch besser. Das machen wir kurz. So. Ich konzentriere mich mal gerade 2 Sekunden, dass ich die Farben vernünftig eingebe. Jochen, der Rochen, warum geht mir das nicht mehr aus dem Kopf? Ja, sieht gut aus. Und einmal das Eis. Ich habe das Schwänzchen vergessen. Wie habe ich das geschafft? Oh, das ist unten offen. Okay, deswegen. Zum Thema Erwachsen. Ich sage immer ganz gerne, man muss sich das Kind im Erfreuen bewahren? Das Kind im Heru. Was ist dieses Wort? Was ist dieses Wort? Also ich kenne dieses, das ist ja auch irgendwie. Herzen! Okay. Okay, ich dachte, du hast einen Witz gemacht, den ich nicht verstehe. Ja, sowieso. Ich glaube, sonst wird man schnell frustriert mit allem.
Ich spüre meine Influenz. Yes, ja, wir stimmen alle zu. Ich wollte, genau, zu dem, weil ich gerade das Wort nicht verstanden habe. Ihr kennt doch das Wort also Moment, ich schreibe das einfach mal auf kurz. Montage. So, das ist ja ein ganz normales Wort. Kennt man ja. Und meine Mutter hat mir mal eine Nachricht geschrieben und meinte irgendwas bezüglich zu meinem Freund von wegen, ja, der ist ja auf Montage, ne? Und ich war so, was ist der? Wo ist, was? Ich habe es einfach nicht verstanden. Ich habe so lange, ich hab nochmal nachgefragt und sie hat es mir sogar erklärt, ja, das ist ja, wenn man weg ist, wenn man unterwegs ist, ne, für irgendwas in Betrieb zu nehmen. Ich dachte, dazu sagt man Montage? Sagt man das so? Bis ich gerafft habe, dass das Montage heißt. Montage. Ich hasse das so sehr. Das passiert mir so oft, dass ich irgendwas einfach nicht verstehe. Deswegen, wenn man sich halt verschreibt oder so, ich denke sofort, ich verstehe irgendwas nicht. Ich hab... da war ich sehr verwirrt. So, jetzt machen wir wieder so. Wie die Skizze auch einfach teilweise geschadert ist. Guck, Sommi, du Sommi, du kannst mich ruhig zuspammen. Es ist gerade eh nicht sehr viel los. Das ist so relatable, ja. Es ist, wie gesagt, also ich bin auf Twitter ja nicht ganz so aktiv. Ich bin ja eher so immer so ein bisschen. Ich lese eher, anstatt selber zu schreiben. Aber ich sehe immer, was du schreibst und so, und ich denke immer so. Ich kann alle Dinge, die du sagst und tust, sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich fühle mich dir sehr verbunden. Auch so, auch als du dein hier Meet the Artist, oder wie heißt es heutzutage? Heißt es immer noch so? Gepostet hast. Ich war so, oh mein Gott, das könnte 1:1 ich sein. Das war einfach so ähnlich zu dem, wie ich das so machen würde. Ja, ich share gerne ab und zu die Skizzen, damit Sachen erkennbarer werden. Okay, ja, habe ich mir gerade schon gedacht, aber ich hätte es auch so verstanden. Das ist, deine Skizzen sind klar und deutlich. Das Gesicht kriegt die gleiche Farbe. Die Augenbrauen. Oh, der ist so glücklich. Er ist so süß. Das freut mich. Aber same, immer wenn ich was von dir mitbekomme, fühle ich mich auch sehr verbunden. Oh. Und echt, du relatest so sehr zu meinem Meets in der Artist, ich liebe das. Ja, also so alles, was du so geschrieben hast, ich dachte so, das ist interessant. Woher kommt das? Traurigerweise habe ich danach, wenn der Rochen fertig ist, Jochen der Rochen, habe ich nur noch eine Creature, die ich streamen kann von Ed. Und die ist von Eisen. Was ist durchgezogen, ne? Nope. Nope. Wieder. Das ist der Frosch, der auch noch mal ein... Also der hat ja dieses Aquarium in seinem... In seinem... Mund? Mundsack?
Was auch nochmal sehr interessant ist, das hatten wir nämlich bisher noch gar nicht, dass irgendwo Wasser ist und in dem Wasser ist nochmal irgendwas drin. Das hatten wir bisher noch gar nicht bei irgendeiner Creature. Da freue ich mich schon drauf, zu überlegen, wie ich das umsetze. Ich denke, das ist auch ganz cool, weil da kann ich aber schön mit Effekten rumhantieren. Kehlsack. Ja, okay, das ist ein besseres Wort, glaube ich. Briggs, was hat Briggs denn gefragt? Donny, das ist doch die Fliege von Chip und Chap. Gab es da eine Fliege? Chip, 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 Chip und Chap, Ritter des Rechts. Sie lösen jeden Fall. Irgendwie, was sie auch tun. Das Böse hat nie Zeit, sich auszuruhen. Chip, 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 Chip und Chap. Ich habe Samson noch im Kopf und Trixie noch im Kopf, aber an Flieger erinnere ich mich, um ehrlich zu sein, nicht. Tut mir leid, dass ihr das gerade tragen musstet. Aber so also Chip und Chap hat so einen richtig fiesen Ohrwurm, finde ich. Also du musst irgendwie nur hingehen und sagen Chip und Chap und dann habe ich gefühlt das zumindest direkt im Ohr. Richtig schlimm. Aber auch schön. Ich wette, ihr macht das auch so gern, immer alte Serienlieder zu hören, vor allem so von Animes. Du hast ja, also wieder an Somni, du hast ja letztens irgendwie auf Twitter gefragt nach schöner Musik. Und ich denke mir so, die Musik, die mich am meisten immer aufmuntert oder glücklich macht oder so, ist halt einfach immer so Serienlieder. Gerade so die alten Animes und so. Den Kehlsack in kaltes Wasser hängen. Ja. Warst du noch eins so fleißig? Oh. Nee, ich hab noch mehrere, die ich machen muss, aber ich darf natürlich nicht die krassen Monster streamen. Wir machen ja nur die Casual Monster. Die streamen wir. Ja, aber ich habe mir die sogar extra die ganze Zeit aufgehoben. In der Zeit, wo ich nicht gestreamt habe, weil ich wusste, das sind halt die einzigen, die ich noch habe. Und dann habe ich mir die halt aufgespart extra. Und die Bosse halt gemacht aktuell. Aber für diesen Monat bin ich auch langsam fast wieder durch. Also ich muss noch mal nachrechnen. Ich habe ja so mein Budget-Limit, was ich erreichen darf. und das habe ich, glaube ich, langsam fast schon für diesen Monat erreicht. Also es ist noch ein paar, ich glaube so zwei, drei Monster sind noch drin. Klaus, das ist Summi. Okay, Summi passt auch eher schon zu einer Fliege. Ich bin auch super gespannt, wie ich. Das Problem ist, du liest manchmal so aus der Ich-Perspektive und manchmal aus der anderen Perspektive. Ich glaube, man ist immer schwierig zu verstehen, wer jetzt was geschrieben hat. Also Donny hat geschrieben, Wort für Wort. Ich bin auch super gespannt, wie du den Frosch umsetzt. Ich finde es immer voll interessant zu sehen, wie du Monster umsetzt. Dankeschön. Ich habe schon so im Kopf, wie ich das vorhabe zu machen. Gerade Wasser mache ich eigentlich immer ganz gerne, so durchsichtige Sachen oder so. Wie auch das Eis ist halt immer recht aufwendig. Aber also gerade Eis. Ich glaube, Eis ist von allen das Aufwendigste tatsächlich. Also von der Arbeitszeit können die Strommonster, hier die Donner-Elektromonster, auch ein bisschen aufwendig sein. Aber da habe ich so eine klare Vorgehensweise und bei Eis muss man immer so ein bisschen gucken, was gerade gut aussieht. Deswegen ist Eis, glaube ich, am aufwendigsten.
Feuer geht auch noch. Und Stein geht. Stein ist am einfachsten, weil da sind halt keine krassen Effekte. Muss nur steinig aussehen. Oh nein! Ich wollte gerade subscriben, dann hast du gesungen. Ah. Verstehe ich, verstehe ich. Ich bin auch super gespannt, wie du den Frosch umsetzt. Oh, scheiße, habe ich gerade schon gelesen. Entschuldigung. Ich freue mich auf die Realverfilmung von Chip und Chap. Das sieht so schön trashy aus. Ist angekündigt? Kommt? Gibt es? Was? Habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Muss ich nachher mal gucken. Stelle ich mir jetzt ein bisschen vor, wie heißt es nochmal? Und die Chipmunks? Chipmunks? Jetzt nochmal. Ich komme gerade nicht drauf. Aber so würde ich es mir jetzt vorstellen. Da gibt es ja auch diese Realverfilmung von. Wo du einfach diese Mädchen-Chipmanns hast, die da einfach irgendwie im Minirock irgendwie performen und singen, so richtig komisch. Weiß ich nicht, wer sich das überlegt hat. Ja, Anime-Openings, immer gut. Ja. Anime-Lieder laufen immer, wenn wir auf der Autobahn unterwegs sind. Ja, ist so richtig schön, wenn man im Auto einfach ganz laut mitsingen kann, ne? Nein, ich lese das nicht, Kalmuck. Nein! Hör auf! Wenn du das jetzt jedes Mal machst, ja? Hallo, du Streamerin. Hallo, Kalmuck. Hallo. Ah, da arbeiten wir auch anders. Finde ich sehr interessant. Gibt schon einen Trailer. Genau, dann gucke ich das später. Und das sieht so kacke aus, dass es witzig sein könnte. Okay. Alvin. Ah, so hieß er, genau. Chipmunks. Oh Gott, trashige Filme sind immer wundervoll. Ja, bin ich auch mal gespannt. Kann ich jetzt ohne Trailer noch nicht sagen, wie ich das finden soll. Warum denn hast du Angst, dass dein Freund eifersüchtig wird? Nein, habe ich nicht. Ich bin einfach nur nicht so, also so bei Komplimenten kann ich so sagen, so okay, danke schön, aber das Vorlesen, kann ich nicht so gut. Ich bin da etwas sehr selbstkritisch immer. Mut. Guck mal, wieder was, wo wir relaten können. Die Augen haben noch gar keine Farbe. Machen wir mal hier. Ich würde ja echt gerne die ganze Zeit irgendwie Pokémon-Musik und so auch laufen lassen. Aber das wäre aus mehreren Gründen nicht gut. Erstens offensichtlicherweise wegen Copyright und sonstigen Sachen oder so. Und dann wird einfach mein ganzer Stream nachher stumm geschaltet. Das ist halt auch ein bisschen doof. Aber auch einfach weil ich wahrscheinlich die ganze Zeit den Drang hätte, mitzusingen. Und ich glaube, das wäre auch nicht so gut. Das wäre wahrscheinlich auch nicht so angenehm. Und again, mood. Okay. Wird sich der Stream ganz, ganz schnell verkleinern. Ich denke, lass mal überlegen, ob ich dieses Wochenende was vorhab. Ja, ich glaube nicht, weil dann würde ich gerne die Emojis fertig machen und mich eventuell auch darum kümmern, dass ich mal so ein bisschen bessere Rewards, die man ja haben kann. Bud Spencer, hallo, hallöchen, schön, dass du da bist. Und dann würde ich gucken, dass es bessere Rewards gibt und so, wenn man so schön Punkte sammelt, dass es dafür irgendwie interessantere Sachen gibt oder so. Ja, müsste ich dann mal schauen.
dass ich den Stream mal ein bisschen optimiere und es ein bisschen interessanter wird. Das ist nicht das, was ich wollte. Jetzt muss ich gerade mal nach einem vernünftigen Pinsel suchen, mit dem ich die Augen machen kann. Da habe ich schon wieder einen Bug, glaube ich. Ich habe irgendwo einen Pinsel, ich weiß gerade nur nicht, wo der ist. Ich glaube, der ist es. Ah, geht so. Es funktioniert alles nicht so, wie ich möchte. Ich muss mal meine ganzen Pinsel ein bisschen optimieren. Also meine Pinsel ein paar selber erstellen und so weiter, weil ich habe immer das Gefühl, es gibt so ein paar Pinsel, die hätte ich gerne, aber irgendwie, die sind auch so ganz simpel, ich will einfach nur so ein bisschen die Farbe hin und her ziehen können und dass das besser auf den Stiftdruck reagiert und so, ja. Das müsste ich eigentlich alles mal ein bisschen einstellen. Und es wäre wahrscheinlich nicht viel Arbeit, aber ich mache es halt die ganze Zeit nicht. Moment, ich schaue direkt wieder in den Chat jetzt. So, was bist du eigentlich nochmal für ein Pokémon? Ein Pulpix, stimmt. Keine Sorge, der harte Kern würde für immer bleiben, egal wie schlecht du singst. Das ist schön, dann machen wir bald mal Karaoke-Abend. Schlecht und schreck mitsingen ist voll gut. Das supporte ich sehr. Einfach ein legendärer Name, Bud Spencer. Ja, ja, das stimmt. Habe ich auch schon gedacht. Noch interessanter? Das könnte gefährlich werden. Noch interessanter? Du meinst der Stream? Ja, ja. Ja, ich meine im Sinne von... dass man ein bisschen mehr interagieren kann, ein bisschen mehr Sachen machen kann. Auch wenn man nicht aktiv schreibt oder so, sondern nur zugucken möchte. Muss ich mal schauen. Richtig, richtig gut finde ich diese... das haben ja ganz viele drin. Ich glaube, das ist ja nicht bei Default drin. Ich gucke gerade einmal kurz. Nee. Es gibt ja dieses... Das machen ja scheinbar viele so, dieses... Erinnern zu trinken. Weil das vergesse ich immer. Und dann kostet das irgendwie nur ein paar Punkte und dann müsst ihr mich die ganze Zeit dazu zwingen, dass ich was trinke. Das wäre, glaube ich, echt gut. Fallen euch vielleicht so Rewards ein, was ihr gerne hättet? So für so und so viele Punkte gibt es irgendwie das und das. Ich hoffe, ich kriege das auch noch hin. Was ich mir vorstellen könnte, ist eventuell, wenn ich Pokémon nach Wunsch male, vielleicht gibt es dann so einen Joker. Muss ich mal gucken, ob das entweder, vielleicht ist das auch ein bisschen gemein, aber vielleicht so ein Joker von wegen, dass man sich dann vordrängelt. So von wegen, du malst das Pokémon, was ich mir wünsche, weil ich habe jetzt irgendwie ganz viele Punkte dafür eingelöst. Erinnert mich aber leider ein bisschen an das, kennt ihr das, wenn man in so einem Vergnügungspark ist und da gibt es Leute, die haben extra viel Geld für diese Karten ausgegeben, dass sie nirgendwo anstehen müssen? Es gibt mir so die Vibes davon und das finde ich eigentlich doof. Müsste ich mal überlegen, ob das gut wäre. Es ist, by the way, sehr, sehr satisfying, dir beim Zeichnen zuzusehen. Unser Arbeitsprozess ist so enorm unterschiedlich. Das ist so cool. Echt, würde mich mal interessieren, wie du arbeitest. Weil ich mir nicht vorstellen kann, wo der Unterschied wäre. Also ich weiß es wirklich nicht. Würde mich echt interessieren, was du anders machst. Normalerweise mache ich die Augen auch eher als letztes. Manchmal nicht. Das kommt immer ein bisschen drauf an. Normalerweise mache ich die immer als letztes, so von wegen, dass man sich das Interessanteste für zum Schluss aufbewahrt.
Oh mein Gott, warum ist der so süß? Nein, sei nicht so süß, wir müssen dich doch bekämpfen. Das ist eigentlich auch eine Strategie, die Monster einfach so süß zu machen, dass sich alle schlecht fühlen, die dagegen kämpfen müssen. Süßies. Aber ich mache eventuell mache ich die Reflexion hier ein bisschen kleiner. Ach nee. Nee, war schon okay so. Twitch Sings. Ah ja, stimmt, da gibt es ja irgendwie sowas, ne? Ah ja, das mit den Punkten. Genau, das würde ich gerne ausarbeiten. Dass es da irgendwie bessere Sachen gibt. Wir müssen alle Zuschauer was trinken. Ja, ist auch eine gute Idee. Da trinken alle was. Würde mir zumindest auch gut tun. Genau, ich denke nämlich, die meisten trinken zu wenig. Du arbeitest viel umständlicher. Ja, das ist so routinemäßig, ne? Man kommt dann irgendwie mehr rein. Du bist ja digital noch gar nicht so lange unterwegs, ne? Also jetzt schon eine Zeit lang, ne? Aber ich sag mal, ich arbeite digital seit 2013, glaube ich. Oder 12. Ich glaube, 12 sind so die ersten Bilder. Das sind halt schon ein paar Jahre. Da ist ein bisschen mehr Routine drin, schätze ich mal. Und mit Clip Studio arbeite ich jetzt 8 Jahre. Auch wenn ich immer noch Funktionen finde, die neu sind, von denen ich nichts wusste, oder sie eben neue Sachen einbauen. Du kannst mega gerne mal joinen, wenn ich im Discord arbeite. Ja, ich verpasse das immer. Ich würde da so gerne mal dazu und manchmal kriege ich so halbwegs mit, dann traue ich mich doch nicht. Aber du hast dein Lächeln noch süßer gemacht. Ich liebe es so sehr. Ja, er ist einfach, das ist einfach unser Baby jetzt, Domi. Das ist unser glückliches Wochenbaby. Oh nein, jetzt hat sie es gar nicht gehört. Ah, kurz AFK, bin gleich zurück. Und überlege bis dahin, ob ich mich in den Call ertragen kannst. Dann kann ich auch... Moment! Dann kann ich auch mehr zeichnen. Du glaubst, du musst dir mal ein Schnittchen holen, Briggs. Dann hol dir mal ein Schnittchen. Beziehungsweise erstmal machen. Ja gut, dann mach's erstmal, bevor du es holst, sonst funktioniert das schlecht. Doch, komm rein. Du kannst doch dich auch muten. Und ja, gut, dann hast du mehr Erfahrung. Ha? Ich zeichne jetzt seit 4. Ah ja, ist doch auch schon ein bisschen länger, als ich dachte. Achso, nee, ich meinte digital, also digital zeichnen oder allgemein zeichnen. Und doch, ich warte immer, bis das AFK gelesen wurde, bevor ich gehe. Ah, okay. Voll gut. Dankeschön. Das ist richtig praktisch. Dann bis gleich und ich überlege dann mal wegen dem Call. Also, weiß nicht, ob du noch da bist, aber generell können wir das echt gerne machen. Wir müssen dann halt wegen dem Ton mal gucken. Aber meine Tonqualität ist auch nicht die beste. Deswegen habe ich auch immer die Musik im Hintergrund, dass die so ein bisschen das Rauschen von meinem PC übertönt. Sonst wird man immer so ein leichtes Rauschen hören, weil der PC halt echt laut ist. Das ist ein bisschen doof. So. So. Das lassen wir noch geschlossen. Ja, digital und auch erst intensiv richtig seit Ed. Und klar warte ich. Oh Lord, nein, dann warten wir, bis ich mein neues Headset habe. Das ist dann sehr viel besser. Und jetzt bist du AFK. Okay. Gut. Also, es muss auch nicht schlecht sein. Es gibt genug Leute, die schreiben, ich bin jetzt AFK oder ich bin
im Lurk oder keine Ahnung, sind dann auch in dem Punkt, ab dem Punkt weg und das ist auch voll okay. Also da muss sich keiner schlecht fühlen. Vor allem, wenn man bei so jemandem wie mir auftaucht, die irgendwie eine halbe Stunde braucht, bis sie irgendwann mal genau guckt, was eigentlich geschrieben worden ist. Was ist die Farbe? Sind das die gleichen Effekte? Nee. Ich bin am Überlegen, ob ich das dann eher so mache. Also das sieht halt sehr aus wie auf der Skizze. Aber ich glaube, so ein bisschen... ich glaube, wir gehen eher mit sowas. Die Musik ist wieder sehr interessant. Habt ihr denn irgendwie Ideen, so Rewards, die ihr gerne hättet? Ich könnte mir so vorstellen, irgendwie ab... Ich weiß nicht, was wären denn so richtig, richtig viele Punkte? Einfach so gratis Zeichnungen, so Auftragsarbeiten, die eigentlich dann irgendwie, ich weiß nicht, so 100 Euro oder 200 Euro kosten würden. Einfach dann so, wenn du richtig viele Punkte hast, dann kriegst du was gratis oder so. So richtig als Ansporn. Oder genau das mit dem Trinken hatten wir ja gerade eben, dass das eine gute Idee wäre, einfach für alle Beteiligten. Außer es handelt sich nicht um Wasser. Also ich meinte, ich denke, Tee und so wären auch okay. Ich meinte aber eher sowas wie nachhaltendes alkoholische Getränke oder sowas. Das zählt da nicht. Das zählt nicht als Trinken. Was gibt's denn noch? Was gibt's denn noch so für Rewards? Er ist einfach so süß und so glücklich. Und alle, die Edge spielen, müssen ihn verprügeln. Unmenschen sind das. Ja, ich denke, ich kann das direkt shaden, ne? Ich hab jetzt alles, dann kommt jetzt Shade. Shade, Shade, Shade. Und zwar hierhin. Das Eis. Ich glaube, ich mache es mal so ein bisschen sichtbar, dass ich mich da ein bisschen dran orientieren kann. Weil das wirft ja auch einen Schatten. Aber es wäre doch schön, wenn Sonja auch mitreden könnte. Später dann mal mit dem neuen Mikro. Wir hatten ja schon mal noch eine andere Person hier, die auch mitgeredet hat. Die Person, und ich meine damit die Stimme aus dem Off, die kein Twitch hat und deswegen immer auf Discord geschrieben hat. Das war ja auch angenehm, wenn man einfach jemanden hat, der den Chat vorliest, dann muss ich auch keine Angst haben, dass ich die ganze Zeit irgendwas verpasse oder so. Rix hat geschrieben, puh, ich bin auch so unkreativ, was Punkte angeht. Ich habe welche, die sind fürs Spiel bezogen, welches ich streame. Ja, du hast immer dieses Pokémon benennen, ne? Das finde ich auch immer sehr cool und ich habe so viele Punkte und ich wollte das, als du Arceus gespielt hast, wollte ich das die ganze Zeit einsetzen, aber du hast es immer vergessen zu aktivieren und dann war ich sehr traurig. Ich habe so viele Punkte, ich könnte dein ganzes Team benennen. und jetzt zwei neue. Einmal zeichnen. Ich. Ein Wunsch im Paint. Oh, das ist auch cool. Und zeichnen. Und einmal trage ich für eine Stunde die Cat Ears von meiner Freundin. Ah, das ist auch cool. Cat Ears habe ich auch. Ich habe auch so Katzenohren. Das könnte ich auch machen. Ich habe Katzenohren. Ich habe sogar so ein Glöckchen. So ein Ding, was man... Also es ist... Ist jetzt nichts Hochwertiges, ist einfach so ein Band, wo eine Glocke dran ist. Also ein Glöckchen, so klein, ist keine Kuhglocke. obwohl, das wäre auch lustig, einfach so eine fette Kuhglocke.
Das kann ich auch machen. Das muss ich mir alles mal merken. Geh weg mit dem Smiley Bricks. Geh weg. Pui aus. Habe ich sonst noch irgendwie so lustige Klamotten oder so? Also irgendwie so Sachen, die man sich auf den Kopf setzt? Ich glaube nicht, nee. Oh, doch. Ich habe tatsächlich so selbstgebastelte Pikachu-Ohren, die ich irgendwann mal gemacht habe. Die habe ich aber auch nicht hier. Die sind bei meinen Eltern im Haus. Ich habe mich mal als Pikachu verkleidet an Karneval in der Schule. Und das hatte ich dann irgendwie selber gebastelt. Aber sind halt dementsprechend keine krassen Cosplay-Ohren, sondern wirklich einfach nur so Pappdinger auf einem Haarreif geklebt. Aber ich glaube, das war es auch schon an interessanten Kostümen, die ich habe. Obwohl so, ich glaube, ich habe auch noch Schafohren, weil ich an Karneval auch mal ein Schaf war. Das war auch cool. Das war richtig, das war das beste Karnevals- oder ist's, ich habe es immer noch. Das beste Karnevalskostüm überhaupt, einfach weil es war warm. Das Kostüm war warm. Normalerweise verkleidest du dich dann irgendwie als, ich war auch mal Hippie oder so, als irgendwas, wo du halt normale Klamotten anhast, also nichts krass Warmes. Und dann frierst du an Karneval einfach immer so. Halt im Februar in der Kälte, wenn du da stehst und dir den Karnevalszug anschaust. Und dieses Kostüm, das war einfach richtig schön warm. Willst du mal Hallo sagen in die Kamera mir? Nee? Einmal drehen, blüpp, und weiter schlafen. Okay. Du kannst mal im Keller gucken bei den Karnevalssachen. Ja. Wie gesagt, also ich glaube, ich habe irgendwie die Schafohren hatten wir, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob das so Klemmerchen waren, die wir irgendwie dran gemacht haben. Oder ob das wirklich eine Mütze oder so war. Ich muss mal schauen. Also ich weiß, dass ich so Katzenöhrchen habe und dann habe ich noch Pikachu-Dinger zu Hause. Ich weiß, ich muss mal schauen. Aber das ist lustig, so lustige Sachen anziehen oder so für eine gewisse Zeit. Das ist eine gute Idee, Bricks. Ich kopiere einfach alles, was du machst. Ist das okay? Also ich gucke so gar nicht so viele Streams. Deswegen weiß ich gar nicht, was so gängig ist bei so Punkte-Belohnungen. Ja, Mia hat sich bewegt. Mia ist süß. Siehst du ein süßes Baby? Ich hoffe, dass ich die nicht aussortiert habe vor einiger Zeit. Ich hoffe, das Schafkostüm nicht. Wenn ich irgendwann nochmal bei Karneval mitgehen würde oder mir irgendwas angucken würde, dann wäre es das Kostüm, was ich anziehen würde. Die waren halt wirklich gemütlich. Die waren schön warm und gemütlich und sahen gut aus. Alle anderen Kostüme sind nicht so schlimm. Ich war als Kind immer Vampir ganz oft. Ich glaube, ich habe es auch schon mal erzählt, weil immer wenn man sich irgendwo hat schminken lassen, ne, das gab es ja so auf Veranstaltungen schon mal häufiger, dass man sich einfach als Kind schminken lassen konnte, so Kinderschminken. Und ich wollte mich immer als Vampir schminken lassen und es wurde mir immer gesagt, so, naja, ja, wir machen dir so ein bisschen Blut da unten hin, dann bist du schon fertig, weil deine Haut ist hell genug, so, Manu. Ich will aber weiße Schminke im Gesicht. Das hat sich bei mir so abgespeichert, diese Erinnerung. So. Hier ist halt nicht so viel mit Schatten, ne? Der ist halt sehr. Ah ja, ach ja. Hier ist natürlich schon noch Schatten. Die hätte ich fast vergessen. Hat Zombie sogar in der Skizze eingezeichnet und ich hätte es fast vergessen.
Also ich weiß, viele machen ja auch, also es ist, oder es gibt zum Beispiel auch, oder gab es so lange her, ich weiß nicht, ob das immer noch vielleicht gar überhaupt gar nicht mehr erlaubt ist, aber es gab ja auch ganz viel so irgendwie, dass du dann so und so viel Alkohol trinken musstest oder keine Ahnung, solche Sachen und dass du danach sehr betrunken warst im Chat, im Stream. Würde ich nicht machen, ich trinke halt keinen Alkohol. Aber das sind so Sachen, die mir noch einfallen. Oder bei, ich glaube, sowas wurde immer ganz oft bei Spenden gemacht, oder? Wenn was gespendet worden ist, dann irgendwie einmal was trinken oder irgendwie so in die Richtung. Hier unten noch ein bisschen. Ups, falsch. Erste Nachricht im Chat. Intermode. Kinderschminke. Corpse Paint. Ja. Also ich würde jetzt nicht dazu tippen. Also meinst du damit, dass ich mich selber anmalen müsste? Als so Belohnung oder sonst irgendwas? Weil ich glaube, dann wäre ich länger damit beschäftigt, als mit dem eigentlichen Bild im Stream. Kinderschminken. Ja, also die meisten Leute haben sich bei Kinder beim Kinderschminken immer irgendwie, gab es halt schöne Motive, aber ich fand Vampir halt immer cool. Ich hatte auch Kostüme an Karneval und Halloween. Vampir war einfach so einfach. Ich hatte so einen kleinen Umhang und dann war ich schon fast fertig. Es war immer so praktisch. Ach, eventuell habe ich das Schafskostüm auch noch oben im Schrank oder so. Also die hatten wir ja oft gar nicht in den Keller getan, wenn wir die nochmal anziehen wollten. Wie ist das mit euch so? Geht ihr gerne? Mögt ihr sowas wie Karneval? Das ist bei uns halt immer so, ne, so Richtung Köln war das halt gang und gäbe, das wurde halt überall gefeiert, in der Schule und außerhalb und überall. War für mich immer ein bisschen zu laut. Also ich mag das nicht, wenn es so laut ist und so voll und so kalt und etc. Aber nee, überhaupt nicht. Hast du nie gemacht oder mochtest du nicht? Als Kind war es halt immer noch ganz cool. Du bist halt verkleidet in die Schule gegangen, alle anderen waren auch verkleidet, ne? Das war noch nicht dieses, überall sind betrunkene Leute, gerade wenn du so eher auf dem Dorf bist oder so. Das war halt für Kinder, glaube ich, richtig schön. Für mich, wie gesagt, immer ein bisschen zu laut. Aber es war eigentlich immer ganz cool. Man hat sich immer richtig drauf gefreut. Du hast dir Züge angeguckt, ne, diese kleinen Dorfzüge, wo dann Leute zu dir kamen, die haben dir Süßigkeiten gegeben. Wenn du Glück hattest, wurden auch Kuscheltiere oder sowas geschmissen. Bei uns war halt immer mega, also es war eigentlich schon richtig, richtig cool. Und je älter du wirst, desto mehr wird es halt in Richtung ganz viel Alkohol und bla, und dann ist es eigentlich nachher nur noch anstrengend und kalt. Und dann sind die Süßigkeiten jetzt auch nicht mehr das Beste. Also das Highlight so wirklich. Also ich habe schöne Erinnerungen die ganze Zeit immer dran an die ganzen Züge bei uns. Aber es ist etwas, was ich jetzt mittlerweile nicht mehr machen würde. Also nicht mehr mache. Aber ich vermisse es auch nicht. Ne? Es war schön als Kind, aber so jetzt. Und so richtig große Karnevalsumzüge wie in Köln direkt. Ist sowieso. Also das wäre nie was für mich gewesen und wird es wahrscheinlich auch nie sein. Du hast es nie gemocht. Ja, verstehe ich auch. Also wie gesagt, es ist ein großer Unterschied, ob du das jetzt irgendwie so auf dem Dorf hast, ne? Irgendwie so ein kleiner Umzug, wo dann überall Leute sind, die du kennst, die sich alle verkleidet haben und die einfach Süßigkeiten geben. Oder ob du jetzt wirklich guckst in Köln, diese riesengroßen, mit den Bütten reden etc. Das ist halt, ich dachte mal, was ganz anderes, ne? Was ich nie mochte, ist, ich kenne das ja sicher, wenn man dann vor dem Zug steht, der vorbeigeht, dass man dann, also Kölle Alaaf zum Beispiel ruft.
Bei uns war es halt einfach Karamelle. Und je lauter du rufst, desto eher werden halt Süßigkeiten oder so in deine Richtung geschmissen. Ja, von den Martinszügen kann ich auch nochmal erzählen. Aber was ich halt nicht mochte, war einfach, ich habe nie laut gerufen. Ich mochte es nicht zu schreien. Ich mag es immer noch nicht wirklich zu schreien. Vor allem halt nicht, also vor allem nicht auf Kommando, meine ich. Und das war mir viel zu laut. Ne? Wie gesagt, mir war schon die Musik nachher zu laut, wenn man in Zelten war oder so, wo gefeiert worden ist. Und es war mir halt erst recht, wenn du da irgendwie in der Menge standest, dann wurde Kamelle gerufen, ne? Und ich dachte immer so, ich will nur Süßigkeiten, ich will nicht schreien. Und ja, das war nicht so meins. Fand ich immer blöd und ich fand es etwas unfair. Vor allem, weil selbst wenn ich gewollt hätte, ich kann einfach nicht so laut schreien. Ja, das war immer doof. Das ist eine schlechte Erinnerung. Und dass es immer so kalt war, ist auch eine schlechte Erinnerung. Aber als wir dann nachher immer, wir waren dann immer so eine Gruppe, ne, so eine Freundesgruppe an Eltern und die ganzen Kinder. Und dann haben wir uns immer irgendwie bei jemandem getroffen und dann haben alle Kinder immer ihre Süßigkeiten ausgeschüttet und dann hat man sortiert und geguckt, wer hat was bekommen, etc. Das war immer schön. Das war cool. Dann hat man immer geguckt, oh, hier hab ich ein Kuscheltier bekommen, oh mein Gott, hier habe ich irgendwie 20 Schwämme gefangen. Schwämme wurden bei uns immer geworfen. Solche Sachen. Das war immer lustig. Dann hat man direkt schon Süßigkeiten gegessen und dann gab es noch irgendwas Leckeres zu essen und dann, keine Ahnung. Dann konnte man sich den Zug nochmal angucken, weil der ist irgendwie so im Kreis gegangen und man hat einmal hier geguckt, dann hat man sich hier getroffen, gewartet, bis der Zug da war und dann hat man da nochmal geguckt. So war das bei uns immer. Sobby kehrt zurück. Heimo. Hamlo. So kann man auch Hallo sagen. Somni, kennst du Karnevalsumzüge? So kleine im Dorf, also nicht diese ganz großen, die man kennt aus dem Fernsehen. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, ob man sowas mag oder nicht. Ich mag es eher nicht, aber ich habe schöne Erinnerungen an so kleine Züge aus dem Dorf damals als Kind. Karnevalszüge? Nee, sowas haben wir hier nicht. Aber wäre auch nicht so mein Ding. Ja, das war genau Karnevalszüge. Oder Umzüge. Ja, wir kommen halt so aus Richtung Köln und das heißt, bei uns gab es immer so kleine, die dann im Dorf gemacht wurden. Das war immer sehr schön. Es war sehr schön. Ist nicht zu vergleichen mit den Zügen und mit den Menschenmengen, wie es so in Köln oder so dann immer ist. Ja. Was ihr aber bestimmt kennt, weil es gerade angesprochen worden ist, sind St. Martins Umzüge, oder? Einmal kurz Rückmeldung, kennt ihr St. Martins Umzüge? Ja gut, wenn es klein ist, das ist angenehmer. Und ja, St. Martins Umzüge kenne ich, ja. Die hatten wir als Kind, genau. Klar, mit der geilen Brezel. Nee, bei uns gab es Weckmann am Ende. Also so praktisch Weißbrot. Triceratops, das kennst du auch. Das war praktisch Weißbrot in Form von einem Männchen. Und das hatte dann meistens so eine Pfeife im Mund, so aus Gips oder so. Keine Ahnung. Die gab es dann für die ganzen Kinder am Ende. Und wir waren mal. Also da waren wir noch was jünger. Etwas jünger ist gut. Da waren wir, glaube ich, noch im Kindergarten, meine Schwester und ich. Und dann war das halt so der Tag vom St. Martins Umzug. Und meine Mutter ist an dem Tag nicht mit, sondern nur unser Vater. Ich weiß nicht, warum Mama nicht mitgekommen ist. Sagen wir mal, sie hatte Kopfschmerzen. Ich weiß es nicht mehr. Gehen wir mal davon aus irgendwie. Oder sie musste vielleicht für die Arbeit oder keine Ahnung. Es war auf jeden Fall nicht so, dass sie mitgegangen ist. Und dann sind wir auf jeden Fall mit meinem Papa ins Auto, ne? Sind dahin gefahren, wo der Karnevalsumzug war. Wir waren so schön parat gemacht, ne? So dick angezogen, weil es ja kalt, ne? Irgendwie beide noch ganz klein.
mit hier mit den Lampen, ne, du hast ja immer diesen Stab mit der Lampe am Ende, alles schön vorbereitet, ne, und dann sind wir irgendwie da ausgestiegen und standen wir da, war irgendwie keiner außer uns und ich weiß gar nicht genau, was da noch so war in der Situation. Wir sind halt nachher wieder gefahren und haben festgestellt, dass wir uns um einen Tag vertan hatten. Warum auch immer. Oder, also, ich glaube, Mama war es im Endeffekt eher schuld, weil sie uns losgeschickt hat und meinte, es ist St. Martin, jetzt geht mal los. Ich glaube, es war nicht Papas Schuld ausnahmsweise mal, was so ein Datum angeht und so. Aber ja, das Lustige ist, ich hab's jetzt noch im Kopf, also ich meine, es wird auch hin und wieder erzählt, immer so von wegen so, ach, weißt du, damals noch, als wir da standen, haha, und niemand war da. Aber ich habe jetzt noch im Kopf, wie wir da standen und mir das peinlich war. Ich war, wie alt war ich denn da? Wie alt ist man da? 5. Wir waren ja noch im Kindergarten. Also ich war maximal 5. Und ich habe jetzt noch im Kopf, dass es mir peinlich war damals. Dass ich so gedacht habe, so, oh nein. Und dabei hat das ja nicht mal jemand gesehen. Dabei war da ja nicht mal jemand. Oh nein, Lena, nein, das muss doch nicht peinlich sein. Ja, ja, ich weiß es auch nicht. Ich war, also mittlerweile denke ich mal so, so passiert halt, ne? Heutzutage wäre mir sowas, glaube ich, überhaupt nicht peinlich, wenn du dich halt, keine Ahnung, im Datum vertust, keine Ahnung, passiert mal, ne? Gerade bei sowas, wo es eh keiner mitbekommt, ne? Aber ich weiß noch, als Kind war mir das peinlich. So überhaupt lustig, dass man als Kind dann irgendwie so das Konzept schon versteht, von wegen irgendwie. Das ist mir unangenehm. Wieso sind wir so verplant in dieser Familie? So ungefähr. Ein glücklicher Rochen. Moment, ich schau grad mal. Ich glaube, ich mach noch. Dit? Nein? Ich glaube, ich mache ein bisschen dunkler unter dem Kopf, dass der Kopf ein bisschen besser. Das war falsch. Dass der Kopf ein bisschen besser hervorsticht. So. Vorher? Nachher. Ja, ist besser. Ob ich heute was gegen 19, 20 Uhr mache, kann ich dir tatsächlich noch nicht sagen. Ich glaube nicht. Aber ich kann dir jetzt noch keine Garantie geben. Ich glaube nicht. Wenn du möchtest, wenn ich noch nichts vorhabe, dann reserviere ich das gerne für dich, wenn du willst. Dann können wir gerne schnacken. Falls es das ist, was du gerade implizieren wolltest. Okay, weil ich da vermutlich im Discord stehe zum Arbeiten, da könntest du dann super gerne reinkommen. Ja, gerne, dann kann ich heute Abend auch noch ein bisschen weiterarbeiten. Weil aktuell mache ich gar nicht so viel die ganze Zeit. Also ich habe in der Zeit, wo ich nicht gestreamt habe, habe ich so ein bisschen Portfolio-Sachen gemacht. Mensch, kann ich mal kurz rausholen, die habe ich nämlich noch gar nicht gezeigt. Ich habe so ein paar Sachen. Das hier ist schon ein bisschen älter, das habe ich aber, glaube ich, auch noch nicht gezeigt. Ich habe so länger nicht mal gezeigt, was ich gemacht habe. Das ist der Charakter von einem Freund und der arbeitet gerade so an, das umzusetzen in ein Spiel. Ne? Der macht so 3D-Art größtenteils und hat gefragt, ob ich so Illustrationen dafür machen möchte. Und da haben wir ein bisschen wegen dem Stil rumprobiert. Das ist nur so eine kleine Auswahl, aber das ist so mein Favorit. Ich finde das eigentlich ganz süß. Ist eine Motte. Es ist eine Motte. Habe ich nur gerade gesehen. Das sind so Sachen, die ich werde jetzt noch. Ich muss mein Portfolio irgendwann mal updaten. Das sind so Sachen, die habe ich gerade in dem Ordner. Ja, der ist voll süß. Ich mag den echt gerne. Der ist richtig hübsch. Aber der macht auch sehr gute Charakterdesigns.
Und wir haben ein bisschen rumprobiert, welcher Stil passen könnte. Das ist halt, wie gesagt, nur die Auswahl, eine kleinere davon. Ich speichere mal. Ich habe nämlich wieder mal nicht gespeichert. Moment. Eisrochen. Richtiger Ordner, richtiger Ordner. Mensch. So. Das passiert mir jedes Mal. Ich vergesse einfach zu speichern. Was ich nämlich gemacht habe, während ich nicht gestreamt habe, war, ich habe das hier neu gemacht. Wo ich im Endeffekt selber dachte, ich sage immer so, ja, so perfekte Gesichter, voll langweilig. Man muss irgendwie Gesichter machen, die irgendwie interessant sind. Ne? Oder dann male ich irgendwie so einen Elf. So einen Elf, der perfekt ist. Und dann dachte man dann, dachte mir dann so, ja. Wie sagt man irgendwie? Rot. Nee, warte. Wasser predigen und Wein trinken gefühlt. Ja, der ist absolut Friendship. Ja, finde ich auch. Der ist irgendwie so die Hauptfigur. Also, das ist nicht die Figur, die du spielst, aber die Hauptfigur, mit der du zusammenspielst. So dein bester Freund in dem Spiel. Es ist so pretty. Was geht, die Blumen? Das Gesicht, die Collar. Oh. Ja, die Blumen haben mich Nerven gekostet. Ich liebe diese fetten, dicken Blumen, ne? So dicke Rosen oder sonst irgendwas. Finde ich richtig schön. In sämtlichen Bildern, wenn du so fette Rosen irgendwo hast, finde ich direkt super. Aber ich habe selbst einfach nicht die Geduld, das zu zeichnen. Also das bisschen hier hat mich einfach schon so hat mich einfach schon. Ich habe so eine Krise bekommen, ne? Ja. Keine Ahnung, das habe ich halt so gemacht, als ich deprimiert auf der Couch saß wegen Krieg und allem, weil ich mich irgendwie zu sonst nichts motivieren konnte. Und dann habe ich die zwei noch gemacht, die eigentlich zusammengehören sollen, so als irgendwie so ein bisschen so gegenteiliges Design oder sonst irgendwas. Aber ich bin nicht ganz zufrieden damit, dass sie wirklich aussehen, als würden sie zusammengehören. Ich wollte es nicht so offensichtlich machen, aber ich weiß nicht, ist so eine Mischung aus, weiß nicht, ob ich so zufrieden bin oder nicht. Ja, das sind so Sachen, die kommen wahrscheinlich noch ins Portfolio, aber ist auch die Frage, wie lang. Ich merke, mein Hals wird etwas kratzig, ich trinke kurz. Hallöchen, ich hau hier voll die krassen Bilder raus. Ja. Ja. Also mit dem ersten bin ich eigentlich ganz zufrieden, mit dem Elf, mit denen weiß ich nicht. Bin so hin und her gerissen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Hier noch, hier. Ein Vögelchen. Das ist schon ein bisschen älter, aber ich habe es gerade gesehen. Es macht mich immer glücklich, das Vögelchen zu sehen. Ich finde, das sieht so süß aus. Sieht so glücklich aus. Ja, ein Bier. Ein Bier. Psst, diese krass Psst. Shut up. Ja, der sieht fluffig aus. Ne? Da hatte ich richtig Spaß irgendwie mit den Brushes. Das sind so die Zeichnungen, die ich mache, wo ich tatsächlich keine Vorzeichnungen mache oder so, sondern wirklich so die Form rausarbeite. Das sind auch meistens die Zeichnungen, die mir im Endeffekt am besten gefallen, wenn ich einfach so die Form halt suche, anstatt es vorzuzeichnen. Ich glaube, das war's. Ich habe hier noch so ein paar Bilder, aber das sind jetzt auch keine neueren unbedingt. Okay, eine Sache noch. Ich tendiere dazu, wenn ich etwas gezeichnet habe und es ist mir nicht spannend genug. Genug. Gold. Dann denke ich mir so, der ist süß, aber irgendwas fehlt noch. Und dann denke ich mir so, Heiligenschein. Gold. Perfekt. Der ist noch von Weihnachten, nee, von Weihnachten oder Neujahr. Irgendwann da habe ich den gezeichnet. Aber das ist einfach so, ich darf nicht auf jedes Design Gold klatschen. Also selbst hier, also bei der war ich halt auch so, was ist mit Goldaccessoires? Gold. Ihr Leben ist zu langweilig, adden Sie Gold. Jetzt auch für Sie erhältlich. Birb, birb weg.
Das wollen wir ja noch fertig machen. Ich will nicht trödeln, ich trödel. Ein Sonnensittich? Hast du das erkannt, Briggs? Für mich war das einfach ein Papagei. Ich war das Vogel. Ah, den habe ich schon gesehen. Das sieht aber auch cool aus mit dem Kreis. Ah, ja, ich habe den schon mal gezeigt. Wie gesagt, das ist, ist schon ein bisschen her, dass ich den gezeichnet habe. Aber es sieht halt auch sehr schick aus. Ja, tut's halt auch, ne? Tut's halt. Oh Mann, bei den Bildern wird man echt neidig. Ach ja, ja, ich meine, es ist halt auch viel Arbeit dahinter, aber ich denke auch jedes Mal, ne, ich sehe andere. Ups. Es ist immer diese Mischung aus, wenn du andere krasse Leute siehst, so von wegen, ich bin neidisch und gleichzeitig inspiriert und gleichzeitig deprimiert und irgendwie so alles auf einmal. Inspiration ist definitiv das beste Gefühl davon, aber ich meine, so ein Ansporn von wegen, ich will mindestens genauso gut sein, ist auch nicht schlecht, ne? Also so motiviert sein von wegen, dass man selber auch so krass werden möchte. Ne? Ich seh dann Sachen von aktuell immer von, warte, wie heißt sie? Ich habe hier Pinsel von ihr, deswegen kann ich den Namen direkt schauen. Nein, ich habe nicht ihren Namen hier. Warum habe ich denn ihren Namen nicht? Doch! Devin L. Elle? L. Devin L. Ich schreibe den Namen kurz auf. Warte. So, warte, ich gucke kurz, ob ich schon richtig geschrieben habe. Das sollte ungefähr stimmen, der Name. Die haut gefühlt immer ein Bild nach dem anderen raus. Richtig schöne Atmosphäre, total toll. Und der folge ich aktuell. Ich habe auch heute noch ein Bild von ihr geteilt. Da hat sie Momo von Avatar gezeichnet. Finde ich richtig krass. Also es sieht immer so aus, als macht die das in ein paar Minuten. Aber sie sagt auch selber, sie braucht dafür 10 Stunden oder ewig für Bilder. Aber sie haut ohne Ende raus. Und es sieht auch einfach gut aus. Und das ist aktuell so die Künstlerin, der ich immer so ganz viel folge und immer denke, oh mein Gott, ich will das auch können. Ich habe noch ein Tutorial von ihr gekauft. Das habe ich noch nicht geschaut. Das liegt hier die ganze Zeit rum. Ich habe so ein bisschen Nackenschmerzen gerade. Das muss ich noch schauen, aber die ist super. Richtig inspirierend. Anfängt, Somni ist Lenas zweiter Account und die schreiben dann in ihrem eigenen Chat. Ja, das Momo-Bild ist hübsch. Ja, ne? Das ist so schön. Ich fand das so schön. Und davor hat sie noch ein Bild gezeichnet. Ich glaube, das habe ich auch geteilt, bin mir nicht ganz sicher. Wo, ich denke, das soll sie sein, mit ihrem Hund irgendwie bei Regen. Also nicht bei Regen, bei so einer Sprenkler, bei so einem Wassersprenkler irgendwie spielen. Das ist einfach nur so ein Ausschnitt und das ist so schön. Also das gibt auch ein richtig schönes Gefühl, wenn man das sieht. Und genau, da würde ich mir gerne aktuell so ein bisschen was abschauen, so ein bisschen Inspiration herholen, Motivation. So, ein bisschen dunkler gemacht. Warte. Dann lassen wir das. Ja, yep, confirmed. Ich bin Lenas Komplimentbot. Komplimentebot. Okay, es war Deutsch. Erste Nachricht im Chat. Ah, mit krümeliger Keks. Kommt mir so bekannt vor, der Name? Also, ich bin mir fast sicher, ich habe dich schon mal irgendwo gelesen. Wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, Eden Street. Kann das sein? Krümeliger Keks. Keks mit 2 E. Sag mir, woher kenne ich dich?
Stimmt. Okay. Hallo Keks. Ich bin dann auch bei Keks. Das ist sehr süß. Ich muss dann wieder weg. Viel Spaß euch noch. Danke, dass du da warst. Schönen Tag wünsche ich dir noch. Ich bin auch eigentlich schon viel zu lang dran. Ich habe gar nicht mehr so viel Zeit. Irgendwie sieht das komisch aus. Ach so, hatte die falsche Eigenschaft, die falsche Ebeneigenschaft ausgewählt. Bin da manchmal auch aktiv. Ansonsten bin ich viel bei hier, Wanlau. Tschüss, tschüss, schönen Tag noch. Okay, ich habe es auf jeden Fall irgendwie, ist mir der Name im Gedächtnis geblieben, wollte ich sagen. Ups. Überschlagen sich die Worte, die ich sagen möchte. Wie immer. Ich meine aber, ich wollte eben noch irgendwas gesagt haben. Hab's vergessen. Oh ja, genau, mit der Person, mit der Künstlerin, deren Bilder ich teile und so. Ich habe auch letztens auf TikTok, hatte ich ein Video gesehen, von jemand, der. Die Person hat einfach mit Rasterfolie, wenn euch das was sagt, gearbeitet. Hat einfach ein paar schöne Bilder gemalt und sie dann mit Rasterfolie im Skizzenbuch ein bisschen aufgehübscht. Und ich fand das so schön. Ich hatte dann geschrieben, so, ah ja, richtig toll. Ne, das ist so, kriege ich auch richtig Lust, nochmal mit Rasterfolie zu arbeiten. Ich habe sogar welche liegen hinten. Die ist schon sehr alt, also ich habe die schon sehr lange. Ich habe einfach nie verstanden, wie man damit arbeitet. Also ich glaube, mittlerweile habe ich es schon eher verstanden. Als Kind habe ich es einfach nicht ganz gerafft, wie genau man damit umgeht. Und das Video hatte nicht viele Aufrufe, ne? Ich dachte schon so, das ist eigentlich so ein schönes Video, dass das so wenig Aufrufe hat, ne? Und scheinbar habe ich das Video einfach sehr, sehr früh gesehen. Also es wurde wahrscheinlich gerade erst hochgeladen und ich habe es direkt gesehen. Und dann war ich halt, dadurch, dass ich so einen frühen Kommentar gemacht habe, wurde der halt viel geliked. Ist wohl auf TikTok so, sobald du der erste Kommentar bist, hast du hohe Chancen, dass dein Kommentar sehr viel gesehen und geliked wird, weil andere Leute dir halt zustimmen. Und dementsprechend habe ich die ganze Zeit wieder eine Benachrichtigung bekommen und wurde wieder auf das Video geleitet und habe dadurch halt mitbekommen, wie schnell dieses Video, und ich habe dann auch gesehen, die Person hatte irgendwie 200.000 Follower oder so, richtig viel halt. Wie schnell das einfach angestiegen ist, wie viel Aufmerksamkeit das bekommen hat. Und da habe ich auch schon gemerkt, wie so in mir, das war keine Eifersucht oder sowas, das war mehr so, ich war richtig erstaunt, wie krass das sein kann, wenn du halt eine große Reichweite hast. Ich war direkt so, wow, das ist schon krass, ne? Und hatte so dieses Gefühl, ich hätte das auch gern. Ich weiß nicht, ob ich das in Realität auch wirklich gern hätte, weil ich glaube, es kann einem schnell zu viel werden und so. Obwohl man ja meistens, wenn es nicht so über Nacht passiert, du halt so ein bisschen lernst, mit größerer Reichweite umzugehen, ne? Weil es halt eben nicht von heute auf morgen passiert, sondern es halt so ein stetiger Prozess ist. Aber ich hab das irgendwie gesehen und das wurden immer mehr und immer mehr Leute haben das gesehen und immer mehr Leute haben natürlich auch gesagt, wie toll das ist und so. Ne? Also, davon sollte man das natürlich jetzt nicht abhängig machen, dass man sich die ganze Zeit nur
praktisch Bestätigung von fremden Leuten holen muss im Endeffekt. Also wenn man da irgendwann so gewohnt dran ist, dass das dann irgendwie ein Muss ist oder so. Aber einfach diese Sache, das, was du machst und was dir Spaß macht, wird von ganz vielen Leuten gesehen. Und es gefällt ganz vielen Leuten und es macht die glücklich und die freuen sich darüber. Das war halt was, was ich gesehen habe, dachte so, ah, das wäre schon echt schön. Ne? Das würde mich, glaube ich, echt freuen, wenn das so funktionieren würde mit meinen Sachen auch irgendwann. Ja, das war so das, was ich gesehen hatte. Das hat mich traurig gemacht oder so. Also früher hätte ich, glaube ich, wäre ich, glaube ich, eher eifersüchtig gewesen, hätte gedacht, ich hätte das auch gern, meine Sachen sind auch gut. Algorithmus ist unfair, keine Ahnung. Ich glaube, es hätte mich eher runtergezogen. Also, als ich das da gesehen habe, das fand ich halt eher wirklich inspirierend halt. So gesehen, ne? Weiß nicht, war einfach ein komisches Gefühl, das einfach so mitzubekommen. Video wird hochgeladen und dann zu sehen, wie in Echtzeit praktisch so viele Leute das sehen und damit interagieren und so. Again, ich fühle das so sehr. Ich glaube, es geht vielen Leuten so, ne? Also, ich habe mal. Boah, Sonny, warst du da auch im Stream? Ich weiß es nicht. Da hatten wir echt viel darüber geredet, wie ähnlich man sich Leute gerade so im kreativen Bereich oft sind, weil du dir halt praktisch genau dieses Hobby suchst. Weil du halt so bist, wie du bist. Also, weil du halt so eher ein bisschen zurückhaltender bist oder ein bisschen für dich irgendwie ein Hobby brauchst, ne? So ein bisschen in sich gekehrt ist, vielleicht auch ein bisschen unsicher. Und dementsprechend sind da halt sehr viele Überschneidungen immer zwischen Leuten in dem Bereich. Und da hatten wir einmal drüber geredet. Deswegen glaube ich, ist halt so vieles so relatable immer. Ja, ich hatte einen scary Moment in meinem Leben mit dem neuen Pokémon. Es ist scary cool. Aber so scary. Was? Habe ich irgendwas verpasst? War scary? Was habe ich gesagt? Mein meistgelikte. Ach so, oh, ah, das. Au, oh. Ja, du hast das Graskätzchen gezeichnet, ne? Das meinst du? Mein meistgeliketestes Bild ever. Und es wird immer so bleiben. Ja, immerhin war es ein Bild, was du gezeichnet hast. Mein meistgeliketes Bild war einfach ein Meme. Immerhin habe ich es selber gemacht. Deswegen war ich semi-stolz darauf. Ich habe ein Meme gemacht, aber es war halt ein wirkliches Meme. Und das andere. Da habe ich meine Lampe sauber gemacht und habe dann einen Tweet gemacht von wegen, ach lustig, ich dachte immer, meine Lampe wäre gelb, dabei war sie nur dreckig. Ha 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 ha. Und das war, glaube ich, der zweitgemeistlikteste Tweet, den ich je hatte. So. Und ich denke mir immer so, ich hau so viele Bilder raus, bei denen ich mir so viel Mühe gebe. Und dann das. Deswegen. Ich habe mich schon gefreut, als ich das gesehen habe mit dem Kätzchen. Als du das Pokémon gezeichnet hast und dann haben es alle so viel geliked und geteilt. Das fand ich cool. Ich habe tatsächlich auch geguckt, ob du dadurch Follower bekommen hast oder so. Ich hätte dir mehr gegönnt. Ich finde immer, wenn du einen Beitrag hast, der irgendwie krass viral geht, erstaunt es mich immer, wie wenig Leute wirklich hängen bleiben, so Follower-mäßig. Ich denke immer so, das müsste doch viel mehr sein. Weißt du, also ich denke, es sind halt viele Leute dabei, die dann einfach das neue Pokémon cool finden und mit Zeichnen nicht so viel am Hut haben und deswegen vielleicht dann nicht folgen oder so. Aber ich denke immer, aber coole Kunst und so. Folgt doch. Warum tut ihr das nicht? Relatable Memes gehen immer. Ja. Habe ich auch gemerkt. Memes werden immer so schnell geteilt, ja. Lustige Sachen halt generell gehen immer gut. Ich glaube, da war ich dabei. Echt?
Ich hatte ein Pokémon-Art gemacht und das wurde über Nacht in 2 Tagen irgendwie 9000 Mal geliked. Ja, genau. Somni, High Five für selben Gedanken. Ah, oh, danke. Und ja, irgendwie 80. Und Gott, nein, ich bin schon happy mit dem, was ich habe. Nein, das heißt nicht, dass man nicht, sich nicht darüber freuen soll, dass überhaupt was passiert ist. Ne? Ich verstehe nur die Relation manchmal nicht. Dann denke ich, den, so viele Leute sehen das und es sind irgendwie nur 80 Leute, die hängen bleiben. Ich finde das immer so schade dann. Also ich finde das häufig halt recht schade. Yeah, High Five. Mir reicht es, dass mir so coole Leute folgen wie du. Alena und Risto, eh. Zu denen ich dann sogar noch Connections habe. Ich folge dir auch, sagt Bricks. Bricks, du bist nicht cool genug, wie es aussieht. Somni findet dich nicht cool genug. Tut mir leid. Ja, ich finde das immer so süß, wenn ich sehe, wie du dich mit Alena unterhältst, weil ich war halt irgendwie so, ne, ich folge euch ja auch beiden, ne? Alena kenne ich von der Hochschule, ne? Also wir haben auch zusammen an einem Projekt gearbeitet, dich kenne ich von Ed. Und dann war die plötzlich so da zusammen im Schreiben, ich dachte so, lustig. Ich dachte so, oh, die kennen sich, das ist ja süß. Und dann sehe ich immer eure Unterhaltungen, das ist sehr süß. Hey, nein, das habe ich nicht gesagt. Doch, genauso hast du das gesagt. Wort für Wort. Ihr seid nur die, mit denen ich am meisten interagiere und Art People bleiben so in meinem Kopf. Dass ich das süß finde, ist süß. Okay, es ist süß, dass du süß findest, dass ich das süß finde. Das können wir jetzt ewig so weitermachen. Das ging ja bestimmt über dich, Lena, dass Somni mich gefunden hat oder so, oder ist sie andersrum? Das könnte natürlich sein. Zu viel Zucker. Ja. Das kann natürlich sein, so durch Sachen liken oder sonst irgendwas, ne? Aber sind wir auch wieder mit diesem, man fängt in der englischen Unterhaltung an. Und dann wird es irgendwann Deutsch und dann ist es wieder Englisch. Und ich finde das immer sehr lustig, wenn ich das sehe. Moment, was nachlesen? Aber das mit Connections ist eh witzig. Irgendwie ist man immer mit allen über Ecken bekannt. Bei Animex oder wie auch immer, kann man gucken, wie viele Real-Kontakte man hat. Und über 5 Ecken oder so hat man gefühlt jeden irgendwie gekannt. Das war leicht gruselig. Oh, war das wirklich so? Ich hatte immer einen Kontakt da gefühlt. Ich bin echt nicht so gut in sozialen Medien etc. Ich hatte da immer nur eine Freundin, die selber auch nicht gezeichnet hat. Die war aber trotzdem auf Animex. Und das waren so alle Kontakte, die ich da hatte. Ich wusste gar nicht, dass man das so nachgucken konnte da. Oder kann. Nein, ihr wart auch auf Animax, ich kann nicht. Oder Animax. Ich bin immer noch da. Ich habe da immer noch meinen Comic hochgeladen, den ich auch irgendwann mal. Also der ist auch fertig, ich muss ihn nur fertig hochladen. Wir haben über den Comic schon mal im Stream geredet. Da hat Alena mich auch so aufgemuntert. Und meinte die ganze Zeit, doch, das musst du noch machen, den musst du drucken. Mimimi. Sag mir auch. Warst du da auch bei? Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Thank you.
Ich will, ups, das war nicht das, was ich machen wollte. Ich will den immer noch, also der ist schon seit letztem Jahr fertig, aber ich will meinen Freund den vorher nochmal kurz Korrektur lesen lassen. Nicht wegen jedem kleinen Fehler, aber wegen den gröbsten Fehlern vielleicht, um die mal auszusortieren. Dann fühle ich mich vielleicht etwas besser, den zu veröffentlichen oder zu drucken oder so. Ja, den hast du schon gelesen, den Comic. Ja, ich habe ja einen Pokémon-Comic, der ja fertig ist und der jetzt auch fertig ist, aber noch lange nicht fertig hochgeladen ist. Du musst mir unbedingt sagen, wie du da heißt. Ich muss den lesen. Ich kann dir nachher einen Link schicken, glaube ich. Ich glaube, ich heiße Lena Dick. Ich glaube, ich habe das wirklich geändert. Ich hieß damals einfach Les oder so und mittlerweile Lena Dick. Und der Comic heißt Schutzgeist. Aber ja, es ist halt wirklich alt. Ich habe, wann habe ich den angefangen? 2017 oder so? Und dann immer teilweise ein Jahr Pause zwischen gehabt. Und dann irgendwann einfach durchgezogen in der Pandemie. Da habe ich gesagt, jetzt habe ich Zeit, jetzt mache ich den fertig. Ja, jetzt ist er fertig. Und ich gucke mir so gerne die letzten Bilder im Vergleich zu den ersten an. Das ist, man sieht so krass den Unterschied. Und die fertigen Bilder sind immer noch nicht so. Also. Ich finde es ein bisschen frustrierend. Alena kann bestimmt nachvollziehen. Wenn du einen Comic oder ein hier Graphic Novel oder was auch immer zeichnest, ist es immer recht frustrierend, weil du kannst ja nie an die Qualität rankommen, an die du eigentlich kommen könntest, weil du nicht diese Zeit hast, jedes Bild 100% deiner Energie zu widmen, weil du halt auf jeder Seite 10 Bilder hast oder so. Also nicht unbedingt 10, aber so zwischen 3 und 5. Und dementsprechend ist eine Comic-Manga-Seite, was auch immer, meistens nicht der Standard, den du praktisch haben könntest für einzelne Illustrationen. Deswegen finde ich das immer ein bisschen frustrierend, wenn du dann so eine Comic-Seite zeigst. Aber ist halt, also ich mache das so gerne, so Geschichten erzählen und so. Also, aber was ich von meinem Comic hier gelernt habe, nie wieder so lang. Also nicht ohne, dass ich irgendwie ein Ende, irgendwas absolut durchgeplant habe. Und sehr gut aussuchen, was ich machen möchte und so. Also das hat mir schon sehr viel gebracht, mich so Hals über Kopf da reinzustürzen. Das hat mir praktisch gezeigt, dass es nicht gut ist, sich Hals über Kopf irgendwo reinzustürzen. Genau, dann such mal Somni auf Animex. Warte. Ich glaube, dann habe ich dich über Animex gefunden. Oh mein Gott. Hä, okay. Ja, Lena, schick mir einen Link. Ja, ich mach's gleich, Lena, ich habe dich über Animex gefunden. Über deine Bärenillustration. Oh mein Gott, wie gut. Hey, gut, dann war es gar nicht über mich. Dann war das nicht über mich. Hä, wie cool. Hä, was für Zufall. Ah ja, das stelle ich mir sehr frustrierend vor mit der Arbeit am Comic, ja. Aber es ist auch einfach zu sehen, praktisch, du gestaltest so einen Charakter und dann wird er irgendwie so lebendig und du kannst praktisch anderen Leuten zeigen, wie du dir das vorgestellt hast, und zwar genau, wie du das vorgestellt hast. Das ist schon cool, ne? So von wegen, guck mal, das habe ich erschaffen. Liebe es. Ja, wenn man einen Comic machen will, muss man einfach irgendwann mal anfangen. Selbst um zu lernen, wie man nicht anfängt. Genauso. Ich bin dann mal los. Viel Spaß noch. Auf Wiedersehen, Briggs. Schön, dass du da warst. Genau, ich habe hier die Seite, die zeige ich schon mal gern. Das ist halt nur
Das ist eigentlich eine Illustration, die ich noch machen möchte. Die steht halt die ganze Zeit schon auf dem Schlauch seit einem Jahr oder so. Oder seit anderthalb Jahren. Oder zwei. Auf jeden Fall ist das so das Letzte, was ich machen möchte für den Comic. Und ich habe vor, die fertig zu machen, wenn ich den wirklich veröffentlicht habe, komplett und so. Dann mache ich die fertig. Genau, das sind meine ganzen Charaktere, die praktisch die Hauptrollen in dem in der Geschichte spielen. Ich mag sie. Mensch, ich zeige euch stark, wie die heißen. Mensch. Das hier ist Toni. Das sieht man nicht gut. Das hier ist Toni. Toni ist ein Baby. Das hier ist Felix. Felix ist sehr schlau und sehr lieb. Das hier ist Linda. Linda ist ein bisschen bitchig, aber sie tut nur so. Sie ist auch eigentlich ganz lieb. Das hier ist Jam. Jam tut auch nur ganz cool, aber er ist eigentlich ganz lieb. Nein, Jam und Linda sind beste Freunde. Das hier ist Jasmin. Und ich vergesse immer, ob ich sie mit E schreibe oder nicht. Ich vergesse es jedes Mal. Jasmin ist ein bisschen schüchtern. Sie lernt sehr viel, aber sie ist sehr lieb. Sie sind alle sehr lieb. Das hier ist Pascal. Oh, ich habe vergessen, Jasmin ist die Schwester von Felix. Jasmin ist die Schwester von Felix und Felix ist der Bruder von Jasmin. So. Und Pascal ist auch sehr lieb. Der sieht sehr böse aus, aber er ist sehr lieb. Und er tut auch nicht sehr böse, er ist einfach sehr lieb. Er sieht nur ein bisschen rough aus. Ja. Und Toni ist Baby. Und das hier sind die Schutzgeister, von denen der Titel kommt. Das war's. Das war eine kleine Einführung. So, ich schließe es mal wieder. Machen wir mal weiter. Ja, nur liebe Charaktere, genau. Nur liebe Charaktere, alle sind lieb. Moment, ich habe noch zwei Charaktere, die nicht lieb sind. Aber ich glaube, ich habe gerade kein Bild von denen, was ich zeigen könnte. Ohne zu spoilern. Obwohl... Moment, vielleicht doch. Ja, doch eins. Die zwei, die sind nicht lieb. Die sind nicht lieb. Aber das ist voll cool und es ist ein bunter Cast. Ja, ich würde sie gerne... Also, wenn ich das nochmal mache, würden sie wahrscheinlich noch bunter ausfallen. Würden die wahrscheinlich noch durcheinander da sein. Ganz viele verschiedene Leute. Ja. Ups. Das hier ist Joel. Und das hier ist Casper. Und die sind beide nicht nett. Vor allem Casper ist nicht nett. Joel geht so. Der sieht, glaube ich, auch böse aus, als er eigentlich ist. Aber sie sind beide nicht nett. So, dann haben wir jetzt noch das Eis, vor dem ich mich die ganze Zeit drücke. Die sieht aber auch cool. Ja, aber sie sind trotzdem nicht nett, Sonny. Ich hab sie lieb, aber sie sind nicht nett. Nur weil sie nicht nett sind, heißt das nicht, dass sie nicht cool sind. Ja, die sind schon... die sind schon teilweise sehr cool. Gerade gegen Ende im Comic. Also sie haben auch keinen sehr langen Auftritt, weil eigentlich viel mehr geplant war. Aber ich habe
super viel weggestrichen. Also ich habe sogar ein ganzes Kapitel eigentlich schon gezeichnet gehabt, was ich einfach weggestrichen habe. Weil ich halt gemerkt habe, so entweder kommt das raus und ich kürze die Geschichte super ab oder sie wird nie fertig. Und dementsprechend haben die gar nicht so viel Screentime leider. Aber gegen Ende kommen die und dann sind die auch sehr cool. Ja, ja. Sehr, sehr cool. Vor allem Joel hat einen ganz coolen Auftritt. Das Schlimme ist einfach, ich glaube, ich hatte das schon mal erzählt, ne? Dass ich auch niemandem einfach zeige, wie und was ich daran arbeite und was ich da so mache. Und daher sein kann, dass da einfach fette Logiklücken drin sind, die ich nie gesehen habe. Und jetzt Leute das lesen werden und sich denken so, hä? Macht gar keinen Sinn. Dabei sieht Casper aus, als hätte er Spaß. Es ist, Casper ist eine Sie tatsächlich. Also, Casper ist das ziemlich egal. Wie du sie nennst, aber theoretisch ist es eine Sie. Ist doch voll okay. Ist ein Traum-Hobby-Projekt und da finde ich, dass sie nicht dass es nicht überlogisch sein muss. Ja. Also ich würde auch gerne die so zeichnen, dass ich die irgendwann irgendwie, ich weiß nicht, so auf Conventions drucken und verkaufen könnte. Sowas in die Richtung. Könnte ich mir auch irgendwann vorstellen. Aber mit Schutzgeist wird es wahrscheinlich nicht passieren. Aber ich würde schon gerne auch irgendwann mal so Comics machen und die wirklich drucken und verkaufen und so. So wie Alena das aktuell macht. Also verkaufen weiß ich nicht, aber zumindest drucken. Oder? Du hast die doch für deine Abschlussarbeit hast du die ja gedruckt, ne? Ich bin mir fast sicher, du hast davon auf Instagram Bilder geteilt gehabt. Wäre ja auch eine Schande, wenn du das nicht machen würdest. Aber nicht verkauft. Ja, okay, jetzt habe ich mir gedacht. Der Comic ist auch nicht fertig. Ist nicht fertig? Was? Nein, ist das nur so ein Ausschnitt praktisch? So eine Vorschau auf wie der ganze Comic aussehen könnte? Ich dachte, du hast den ganzen Comic gezeichnet. Jetzt bin ich enttäuscht. Siehst du die Enttäuschung in meinem Gesicht? What this is saying, then, is that just as you don't know how you manage to be conscious, how you manage to grow and shape this body of yours, that doesn't mean to say that you're not doing it. Equally, you don't know how the universe shines the stars, constellates the constellation. Identifies the galaxies. You don't know. But that doesn't mean to say that you. Dafür ist das zu unausgereift und so, ja. Sollte mehr zeigen, wie es aussehen könnte. Boah, nee, echt, die ganze Arbeit wäre nie machbar gewesen. Ja, okay, ich war schon baff, dass du. Also, es sah halt auch wie eine krasse Geschichte aus. Ne? Es sah jetzt auch nicht aus, als hättest du irgendwie so eine Geschichte genommen, was irgendwie nur so ein kleiner Ausschnitt ist oder sowas, sondern es sah halt nach einer ganz ausgereiften Geschichte aus. Deswegen, ich war schon krass baff, dass ich dachte so, okay, dass du da einen ganzen Comic zeichnest für als Abschlussarbeit. Aber ich hätte es dir zugetraut. So viel, wie du die ganze Zeit gezeigt hast und hier habe ich noch gezeichnet und da habe ich noch gezeichnet, na, aktuell auch. Und dann auch noch mit Buntstiften so viel, wo ich immer denke, das geht doch so auf die Hand, oder? Also bei mir geht Buntstift, halt mit Buntstiften zu arbeiten immer, aber ich drücke wahrscheinlich auch zu fest auch teilweise. Das geht immer so schnell hier so in den Handballen.
ist gerade jemand nach Hause gekommen. Ich suche gerade eine Referenz raus. So, hallo, bin zu Hause und du bist immer noch fleißig. Ja, wir sind langsam so gegen Ende. Langsam. Nein, Mia ist weggegangen. Die kommt doch so schnell wahrscheinlich jetzt erstmal nicht wieder. Okay, so. Dann machen wir das mal aus. Dann machen wir das mal weg so lange. Ja, ich gucke jetzt wieder in den Chat. Ja. Hallo. Hallo. Willst du mal vor die Kamera? Nee. Das will ich nicht. Komm nicht durch. Ja, lass mich. Wie war die Arbeit? Geht ihr jetzt spazieren? Ja. Ich muss noch, ich bin fast fertig. Also ich muss noch das Eis machen und dann bin ich fertig. Guck mal, Jani sagt hallo. Hallo, Christiane. Cool. Jani sagt auch hi. Hallo. Voll die Spoiler, ich will das noch spät. Ja, das liebe ich, ja. Das ist unfair, ne? Wenn du an Spielen arbeitest und spielen mit welches Spiel. Ja. Okay, dann gehen wir mal eine Runde. Ja, bis ihr zurückkommt, bin ich fertig. Ja, eine gute Stunde, denke ich. Okay. Viel Spaß noch, bis später. Nee, mir, du musst mir. Ja. Moment mal. Ja. Mir will hier bleiben. Na komm, komm hier. Nein! Nein. okay. Bis später. Yeah. Oh, falsch. Cool. Ja, da gehen die zwei spazieren. Genau, Jani ist jetzt zu Hause. Ja, ich nutze die Donnerriff einfach als Eisreff. Also ich habe das hier umgefärbt, deswegen. Ich habe hier halt so von jedem hier so ein bisschen Wasser, da ein bisschen Feuer, hier ein bisschen Luft, da ein bisschen Erde. Genau, und hier das Donner. Ich habe das einfach so mein Reference-Sheet. genau, mir ist einfach schon mal losgegangen, ohne Fragen und wollte dann jetzt doch nicht. Irgendwann setze ich Frank hier auch mal hin, dass der mit mir streamt. Dann kann er den Chat vorlesen oder so. So, wir machen das hier ganz, ganz wild. Aber ich meinte gerade schon, ne, wie gesagt, wir machen das Eis noch und dann sind wir eigentlich größtenteils fertig. Dann müssen wir die Outlines noch ein bisschen einfärben, aber... Das geht auch. Das dauert ja jetzt, ey, das dauert ja nicht lange. Ups. So. Jani, welche Treppe wird gestrichen? Ich habe das eben nicht ganz mitbekommen. Mir wurde gesagt, dass eine Treppe gestrichen wird, aber ich
glaube, ich hatte keine Antwort drauf bekommen, welche Treppe gestrichen. Ups. Welche Treppe gestrichen wird. Ah ja, habe ich mir schon gedacht. Ich dachte schon, das ist die einzige Treppe, bei der es Sinn macht, wenn sie gestrichen wird, ne? Die gleiche Farbe oder kriegt die jetzt eine andere Farbe? Das ist ein bisschen viel grün. Ein bisschen viel grün hier. Wusste ich auch nichts von. Du weißt, wie ich Überraschung liebe. Ah, okay. Ja. Jetzt einmal noch. Im Moment Vorstrich in Grau, wird aber weiß mit braunen Teppichdinger auf den Stufen. Ach, damit man da was sicherer hoch und runter kommt. Das sind so unten die Tür raus. Bei uns gibt es heute Reste. Ich habe gestern Auflauf gemacht. Muss ich mal gucken, ob ich wirklich Hunger auf. Ich war irgendwie nicht so begeistert. Frank isst alles, der findet alles lecker. Aber ich fand es jetzt irgendwie nicht so lecker. Wir haben halt so, oder ich habe halt so, was waren die? Halt irgendwie so Nudeln aus Erbsen oder so. Also irgendwie grüne Nudeln aus irgendeinem Gemüse halt. Habe ich dafür gemacht. Es war halt so ein Nudelauflauf und irgendwie schmecken die mir nicht so. Die schmecken mir irgendwie zu gesund. Spinat? Achso, eigentlich damit es etwas gemütlicher aussieht als nur weiß. Spinat? Nee, die Nudeln sind nicht aus Spinat.
Ich meine wirklich Erbsen oder irgendwie sowas. Wird ja irgendwie aus allem Nudeln gemacht. Ja, wir hatten die auch schon mal häufiger, ne? Also das gibt es aus verschiedenen Gemüsesorten, gibt es da die Nudeln. Aber irgendwie. Also die anderen gehen. Die anderen sind, ich weiß nicht, Karotten? Keine Ahnung. Die anderen gehen, aber irgendwie die Sorte mag ich nicht. Aber wir haben echt viel übrig gelassen gestern, deswegen muss ich heute nichts anderes machen. Was auch ganz gut ist, weil ich heute so viel trödel und noch nicht fertig bin und so. Ich trinke zu wenig. Niam, niam, niam. Oh, genau, ich hatte jetzt eben gefragt, aber das hat jetzt Jani gar nicht mitbekommen. Ich habe jetzt so diese Kanalpunkte, ne? Bei Tim gab es die ja auch. Wo du dann so und so viele Kanalpunkte hast und dann kannst du die ja einlösen, dass irgendwie die Person irgendwas machen muss oder daran erinnert, was zu trinken oder so. Aber ich weiß noch gar nicht, wofür ich die benutzen soll. Also ich hatte eben schon mal gefragt, wem einfällt, was wir damit machen könnten. Also was für Belohnungen es geben soll. Fällt dir vielleicht was ein? Moment wird ja. Ach nee. Das ist ein toller Reward. Nudeln. Tim hat immer so eine Grimasse gezogen, beziehungsweise immer diesen lustigen Trick mit der Lippe gemacht, aber sowas kann ich nicht. Emote zum Freischalten von dir. Ja, das gibt's ja schon. Also das lasse ich dann auch, so dieses, ne, dass du Emotes freischalten kannst. Aber ne, Tim hatte immer so irgendwie, ich glaube, er hatte auch vor, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ein Witzebuch zu. Also er hatte sich ja vorgenommen, Witze zu erzählen, aber das ging ja aus dem Stegreif so schlecht. Dass man dann so Witze vorliest irgendwie oder keine Ahnung was. Sowas in die Richtung. Du überlegst, okay.
Wir hatten eben schon, da hat jemand anderes gesagt, dass er so Katzenohren hat, die er dann immer aufsetzt irgendwie. Also das ist dann so, so und so lange musst du jetzt die Katzenohren anhaben. Sowas zum Beispiel, was irgendwie ganz lustig war. Weil es ja auch nicht stört beim Zeichnen oder so. Ich könnte sowas machen wie irgendwie 10 Minuten für, mit links zeichnen oder sowas in die Richtung. Sowas könnte ich machen, aber das muss ich dran denken, dass ich das dann irgendwie ausschalte, wie wenn ich hier zum Beispiel dran arbeite oder so. Weil das kann ich dann nur machen, wenn wir eh mit an irgendwie lustigen Sachen arbeiten oder so. Sonst werde ich ja noch langsamer. Aber sowas kann ich machen, so mit links zeichnen oder so für die nächsten paar Minuten. Wird's ganz ruhig gegen Ende des Streams. Außer es fällt euch noch was ein, worüber ich reden kann. Aber wir sind wirklich schon recht weit und auch langsam fertig. Ich mache gerade noch die Reflexion auf dem Eis. Dann radieren wir das Eis gleich an ein paar Stellen weg, dass man da halt durchgucken kann. Deswegen haben wir es ja auch auf zwei unterschiedlichen... Obwohl, das seht ihr gar nicht so richtig, das ist der Chat drüber. Ich habe es halt extra auf verschiedenen Ebenen gemacht, dass wir jetzt gleich durch das Eis gucken können. So. Jetzt noch ein paar Blubberblasen im Eis. Wir gleich schon mal gucken, wen wir raiden. Wie immer so, hat jemand von euch jemanden, den wir raiden sollen, oder soll ich gleich einfach mal gucken? Ist schon mal eine gute Idee mit dem Link, mit dem Linksmalen, ja. Ja, ich glaube, das ist auch ganz lustig. Halt, wenn es
passt, ne, wenn ich nicht gerade was für die Arbeit mache oder so. Da trödel ich ja beim Stream schon genug. So. Muss ich einmal kurz das Eis auswählen. Das ist hier, genau. Genau. Sieht jetzt einmal kurz chaotisch aus. Aber das räumen wir jetzt auch wieder auf. Und das hier auch. Damit ich jetzt obwohl, ich könnte hier ich mache einfach eine Maske. Weil ich werde jetzt das Eis wegradieren und eventuell radiere ich zu viel weg und dann kann ich es mit der Maske einfach wieder herstellen. Hier noch ein bisschen. Ich finde, dieses Durchsichtige macht halt direkt, das sieht halt dann direkt noch mehr nach Eis aus. So, hier auch einmal. Und das dürfte es eigentlich jetzt gewesen sein. Wir machen die Outlines noch kurz und dann war's das. Vielleicht, dass man dir eine Frage stellen darf, zum Beispiel, was ist deine Lieblingsband oder Buch oder Kuscheltier etc. Ja gut, das darf man halt auch so. Ups, das ist das Problem. Das darf man ja auch so. Ich bin ja eigentlich ganz froh, wenn man wenn man interagiert im Chat. Hier sind die Outlines. Hier sind die Outlines. Die färben wir nämlich jetzt noch kurz ein. Zack. Für euch passiert gerade nicht wirklich was, aber ich bin gerade die Ebene mit den Outlines am Kopieren. So. Ups, falsch. So. Bei richtig vielen Punkten ein Anime-Lied singen. Oh nein! Ah, oje, oje. Dann bin ich auch bei den Liedern. Ah, das muss ich mir mal überlegen. Beziehungsweise mal gucken, ob dann Videos stumm geschaltet werden, weil mich nervt das wegen dem Copyright, wenn irgendwie ein Lied Videos stumm geschaltet. Obwohl, es ist ja eigentlich wäre es gut, wenn es an der Stelle dann stumm geschaltet wird, ne? Im Livestream nicht, aber bei der Aufzeichnung halt dann. Ich überleg's mir mal, Somni. Aber ich weiß nicht, ob ihr euch damit einen Gefallen tut. Ich würde behaupten, es gibt Noten, die ich treffen kann. Und dann gibt's ups. Und dann gibt's welche, die ich nicht treffen kann. Egal, was ich tue. So, Eis eingefärbt. Und ups. Wegradiert und eingefärbt.
glaube, ich gehe gerade noch mal ja. Ich würde gern, dass das sich hier noch ein bisschen besser abhebt. Vielleicht sogar noch mehr. Das wäre super, oh je, Mine. Doch, auf alle Fälle, und schau mal, das wäre so schön. Oh je, aber allein, ich weiß ja nicht. Vor allem weiß ich dann nicht, ob ich dann mit Absicht einfach irgendwie schlecht singen soll. Also so wie ich halt singen würde, einfach nur so, oder mir Mühe geben sollte. Um es zumindest nicht ganz so schlimm zu machen. So, aber wir sind jetzt mit dem Jochen Rochen durch. Obwohl, Moment, ich habe eine Sache noch vergessen. Bin ich noch da? Ja, ne? Okay. Irgendwie haben sich gerade bei mir Fenster bewegt. Fair. Ich hätte zu viel Anxiety, um zu singen im Stream. Mach also, wie du dich comfy fühlst, aber lustig wär's. Und der Rochen ist super geworden. Und das Hund, unser Baby, ja. Eine Sache würde ich gerne noch machen. Gucken gerade, ob wir mit Color Dodge noch ein bisschen Pep reinbringen können an manchen Stellen. Ja, ich finde, das macht schon was aus. Das wird scary, wenn du mich nachher vielleicht so siehst, wie ich arbeite. Hä, nee, das war voll interessant, weil du meintest, du arbeitest so anders. Ich will das jetzt auch sehen. Sehe ich deine ganze Noobigkeit. Ich bin mal gespannt. Vielleicht fallen mir Sachen auf, wo ich einen Tipp parat habe, wie das vielleicht effektiver gehen könnte, wenn du meinst, du machst Dinge aktuell noch etwas umständlich.
Genau, hier ist das Eis. So. Ja, das dürfte es gewesen sein. Sagte sie und radiert weiter dran rum. Komm, ich bin fertig. Ja, sieht ein bisschen frostiger aus so. Okay, dann schließe ich die beiden Fenster hier gerade mal. Und das hier. Den machen wir ein bisschen größer. So. Danke für den super nice Stream. Ah, ja, yes, super, super nice. Ich lieb's. Immer wieder sehr comfy. Ja, das freut mich. Es wäre schön, wenn ihr kurz noch da bleiben könnt, wenn wir jemanden raiden und wir sagen kurz Hallo. Das wäre ganz schön. Wir gucken mal. Deutsch, Deutsch, Zeichen, Kunst. Okay, ist das alles Deutsch zeichnen? Deutsch Rollenspiel? Ah, okay, Moment. Deutsch plus zeichnen, bitte. Ah, okay. Hat mich schon gewundert, dass so viele angezeigt worden sind. Alles ganz nett aus. Ich würde sagen, wir gehen mal hier hin. Moment, schau mal gerade rein. Ja, das sieht ganz süß aus. Da gehen wir jetzt mal kurz hin. Wie heißt die Person? Shibu. Shibu, glaube ich. Sehr schön, prima, dass ich noch was mitbekommen habe. Ja, das ist etwas länger gewesen als gedacht. So. Danke auch von mir für den Stream. Ja, gerne. Ich, danke, dass ihr dabei wart. Ne? Also ich habe zu danken. dann sagt einmal Hallo von mir und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Somni, wir sehen, hören uns eventuell gleich. Und ansonsten, danke fürs Zuschauen. Man hört, sieht und stört sich. Danke für die Erhaltung. Ja, gerne, Keks. Gerne. Schön, dass du auch da warst. Macht's gut. Tschüss. Es dauert noch. Wir sind noch da. So. Jetzt aber tschüss. Und jetzt gleich wie immer. Ganz schnell Musik aus, Stream an. Ich könnte auch einmal so umstellen. So. Und dann sagen haben wir einmal Hallo. Weil dann hat es all um. Dann kann es sein, dass es vielleicht nicht aussetzt. Ja, oh, danke schön für den Raiderino, Lena. So, wir haben gerade keinen Alert so wirklich. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Ja, bei uns sind die Alerts ja auch was kaputt. Feines gemacht? Chibi sind cool, super nette Anime im kompletten Chibi-Style, das stimmt. Obwohl die eher auch Semi-Chibi sind. Also kein richtig Chibi-Chibi. Bei Chibis gibt es ja auch nochmal Unterteilungen. Hallo Janni, hallöchen Lina. Dankeschön, Schatti. Hallöchen krümeliger Keks. Oh Gott, dieses Emote ist so süß. Oh! So, dann beende ich den Stream mal. Ja,
Monster speichere hier alles ab. Illustriert für das Spiel Elements Destiny.